Dankeschön, Jens, und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Kölner Treff. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie heute helfen wollen, denn wir brauchen Sie wirklich. Wir sammeln Spenden für Mütter in Not, für Frauen, für ihre Kinder, damit sie ein sicheres und gesundes Leben führen können. Ja, im letzten Jahr hat das hervorragend geklappt. Der WDR und das Bündnis Aktion Deutschland hilft haben sagenhafte 10,6 Millionen Euro eingesammelt. Das ist in diesem Jahr doch zu toppen, da bin ich mir ganz sicher. Seit heute läuft die Spendenaktion. Unter der Telefonnummer 0180-228-22 können Sie anrufen und spenden. Oder Sie gehen ins Internet unter der Westen hilft oder wdr.de. Sie können uns eigentlich gar nicht verpassen. So ist es. Und wir werden Ihnen natürlich heute Abend ein paar Projekte vorstellen. Menschen, die sich engagieren und unter anderem in unserer Runde heute. Sebastian Ströbel, Patricia Kelly und Anke Engelke. Die sind alle da. Los geht's. Ja, komm, dann gehe ich da auch hin. Ja, wir haben es gerade gesagt, die beiden haben gerade 20-Jähriges gefeiert und der Anlass ihres Kennenlernens ist ein durchweg positiver. Sie wollte sich sozial engagieren, er brauchte eine prominente Stimme, ein prominentes Gesicht. Über aufrichtiges Entertainment, Realitätschecks, analoges Facebook sprechen heute Anke Engelke und Christoph Bronsmann. Herzlich willkommen. Danke. Ja, Anke, du hattest mir schon eine begeisterte SMS geschickt, dass du so ein schönes Kaffeekränzchen, so eine kleine Party hattest mit, nicht nur mit Christoph, aber auch vor allem mit Christoph und der Aktion Medior. Ja, weil wir das 20-jährige Jubiläum gefeiert haben. Christoph ist besser als ich mit Daten und mit Terminen und so, der ist... Bist du ein Zahlenmensch oder warum weißt du das immer alles so genau? Ich bin einfach erfahrener als du und kann mir das alles merken. Okay. Ja, das war im Ende 2003, da haben wir uns das erste Mal getroffen. Mhm. Der Kuchen war übrigens vegan, das war mein erster veganer Kuchen. Der vor 20 Jahren oder der jetzt? Vor zwei Jahren. Der vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen, genau. Okay. Veganer Kuchen, weil das dir am Herzen gelegen hat. Ja, aber das hat an jetzt... nicht die große Rolle gespielt. Wichtig war, dass wir noch mal so ein bisschen zurückgeguckt haben, ne? 20 Jahre, und uns überlegt haben, wie wir zusammengefunden haben, wir wissen das eigentlich, aber das noch mal so ein bisschen zusammengefasst haben, wie das denn kommt, dass jemand, der vorher überhaupt nicht in der Öffentlichkeit durch irgendein soziales Engagement aufgefallen ist, nämlich moi, und zwischen einer Organisation, die nicht jedem sofort auf dem Schirm ist. Aktion Medior hat nicht den großen Bekanntheitsgrad oder das, ja, nicht so viele Menschen kennen Aktion Medior wie zum Beispiel CARE oder wie all die anderen Hilfsorganisationen, die wir alle so kennen. Ich kannte Aktion Medior auch nicht vor 20 Jahren und musste erstmal nachschauen und war erstmal überrascht, dass man mich anfragte, und habe dann aber nach ein bisschen Recherche und nach so ein bisschen Casting ja gesagt. Casting? Also okay, also Christoph, du musstest dich bei Anke bewerben in dem Sinne. Ist das korrekt? Also ich glaub, ich war gar nicht da involviert bei dem ersten Kennenlernen, sondern habe Anke dann kennengelernt, als sie das erste oder zweite Mal bei Aktion Medior, wir sitzen in Tönisforst, eingeführt worden ist. Wir haben dort zwei große Lagerhallen und zum damaligen Zeitpunkt war ich Leiter der Qualitätssicherung als Apotheker. Und wir haben dort, das war die Hochzeit von HIV-AIDS in Entwicklungsländern im negativen Sinne. Es gab noch keine Behandlungsmöglichkeiten und wir hatten ein neues Diagnosegerät. Ein Münsteraner Professor hat ein ganz geniales Gerät entwickelt, was zum niedrigsten Preis bestimmte Zellen messen konnte. Die hießen CD4-Zellen. Dieses Gerät haben wir Anke vorgestellt. Ich hatte einen weißen Kittel an, sie kam dann rein, hat den Raum so gescreent. Und das war natürlich auch ungewohnt für mich, eine Prominente, die jetzt erstmal guckt, ob wir überhaupt gut genug sind, ob wir zu ihr passen. Das ist aber interessant, weil ihr habt euch bei ihr beworben, ja? Ich glaube, wir hatten wahrscheinlich gegenseitig beide das Gefühl. Ja, ich habe auch gedacht, ich muss jetzt klug wirken, engagiert und ich muss wissen, was das für eine Maschine ist, oder ich muss sofort die richtigen Fragen stellen. Und du hast wahrscheinlich gedacht, du musst die richtigen Antworten geben. Für mich war das so ein bisschen wie eine Prüfung, wobei ich dachte, du wirst schon nicht so viele Fragen stellen, weil du kannst ja davon nichts wissen, und hast dann gefragt, das ist ein Gerät, was T-Helferzellen misst, und die werden im Englischen CD4 Cells oder CD4-Zellen dann eben im Deutschen genannt.
Und du hast ihn gefragt, was sind denn eigentlich CD4-Zellen? Wofür steht denn dieses CD? Erinnerst du dich noch an diese Frage? Das wäre eigentlich aber mir fiel keine andere Frage ein. Die fand ich relativ klug. Und du hast gedacht, du musst jetzt gleich einen Telefon-Joker ziehen, oder was? Ja, also ich bin ja Apotheker und eben kein Mensch, der jetzt im Labor so erfahren ist, obwohl wir diese Geräte schon einige Male installiert haben. Und ich wusste die Antwort. Also wer jetzt nochmal schnell nachschauen will, kann das machen. Brauchen wir jetzt nicht auflösen. Anke war auf jeden Fall beeindruckt und hat gedacht, der kann aber was. Aber das ist ja eine Situation, die ist ja wahrscheinlich für dich gar nicht so ungewöhnlich gewesen. Eine prominente Person möchte sich sozial engagieren bei euch. Oder war Anke die erste prominente Person, die bei euch aufgeschlagen ist damals? Ja. Meines Wissens ja. Das war die erste prominente Person und seitdem sind wir quasi so zusammen, würde ich sagen. Ich glaube, das Verhältnis ist, wer hat schon mehr Erfahrung damit gemacht, geht bei mir die Waagschale mehr runter. Ich hatte schon viele, das war so die Hochzeit, so Ladykracher und lustige Frauen. Du warst sehr lange sehr prominent. Das ist ja nicht so, als wärst du frisch prominent und sagst, so was kann ich jetzt noch Gutes tun, um mein Image aufzubessern, sondern das geht ja schon eine ganze Weile. Mhm. Und dann kommen viele Fragen. Je prominenter man wird, das werden Prominente in der Runde bestätigen können. Je prominenter man wird, desto mehr Anfragen kommen. Und das geht ja von, wir sind die und die Organisation und die Menschen machen schon für uns Werbung, könnten Sie sich das auch vorstellen, bis zu, kannst du mir 10 Euro leihen? Ist ja alles, da ist die Range ist ja groß und ich merkte vor 20 Jahren, dass ich natürlich auch gerne die Verantwortung übernehmen möchte dafür, dass mir so viel Gutes getan wird, dass ich so ein glücklicher Mensch bin. Aber was hat den Ausschlag gegeben? Also dass ausgerechnet Aktion Medior dann das war, wo du sagtest, das ist das, was ich gerne machen würde. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe gemerkt, dass Aktion Medior großen Wert auf Glaubwürdigkeit legt, auf Integrität und dass eine Transparenz total wichtig ist. Wollte das dann vor Ort testen. Ich bin da richtig hingefahren und habe so ein Kaffeekränzchen gehabt mit denen. Genau. Habe gecheckt, das ist ein Medikamentenhilfswerk und habe mir das Lager angeschaut und wollte so ganz genau wissen, was sind das für Sachen, was verschickt ihr wohin und warum macht ihr das? Und so. Ja, du bist ja, wenn man dich ein bisschen kennt, dann weiß man ja, dass du ja sehr engagiert bist und dass du sehr in den Themen drin bist, für die du dich interessierst. Ja. Das heißt, wenn man da so eine halbfischige Nummer hat, dann kommt man bei dir natürlich nicht durch mit der ganzen Geschichte. Also ihr wart gut beraten, dass das Lager in Dünnisfors doch wirklich voll gewesen ist. Was macht ihr genau? Also ihr geltet ja als die Notapotheke der Welt, damit die Menschen sich das mal genauer vorstellen können. Wie genau tretet ihr in Aktion? Und wo? Also ein großer Teil unserer Tätigkeit ist tatsächlich die Notapotheke. Das heißt, wir haben etwa circa 4000 Quadratmeter Lagerfläche. Mhm. Dort lagen wir dann Medikamente, Generika, also patentfreie Medikamente in Großbehältern. Das ist jetzt beispielsweise Ibuprofen. Mhm. 1000 Tabletten, so etwa 10 Euro, unter 10 Euro für 1000 Tabletten. Und die stellen wir dann zur Verfügung für Partner in Entwicklungsländern oder Schwellenländern. Das sind dann Krankenhäuser, die auf Medikamente angewiesen sind. Ja. Oder wie jetzt bei der Ukraine. War das eben, das kam ja für uns alle vollkommen überraschend. Wir sind am 22. Februar kontaktiert worden von einem deutschsprachigen Ukrainer aus Ternopil. Zwei Tage am 22. Februar, das war zwei Tage vor Kriegsausbruch bzw. dem Überfall aus Russland auf die Ukraine. Und dadurch hatten wir etwas Vorlauf. Wir wussten ja noch nicht, dass der Krieg ausbrechen würde, haben dann aber schon angefangen zu packen, haben erstmal relativ niedrig gezielt, weil wir ja noch nicht wussten, wie viele Medikamente werden dort benötigt. Und Ternopil liegt im Westen der Ukraine. Und das schien uns auch sehr, sehr weit weg von dem möglichen Konfliktgebiet. Und im Laufe der nächsten Tage hat es sich ja so dramatisch entwickelt. Und am Samstag, also zwei Tage nach dem Kriegsausbruch, haben wir dann einen großen LKW mit 30 Paletten auf die Straße gesetzt. Und das ist eben ein Teil der Tätigkeit und der andere ist programmatische Tätigkeit. Das heißt, wir führen Projekte in Entwicklungsländern durch. Genau, also das, was man vielleicht auch als Hilfe zur Selbsthilfe bezeichnen würde, dass Menschen vor Ort einfach Gesundheitsstrukturen schaffen und sie auch beibehalten, dass sie sich letzten Endes auch selbst versorgen können. Oder auch Medikamente selber herstellen können, das auch? Wir haben jetzt gerade angefangen, Laborreagenzien, schließt sich so ein bisschen der Kreis von vor 20 Jahren, für ein Hämatologiegerät, also ein Gerät, was das kleine Blutbild bestimmt. Und diese Laborreagenzien stellen wir jetzt frisch, ganz neu in Tansania her. Ja. Tansania ist ja auch für dich, Anke, ein Land, zu dem du eine besondere Beziehung entwickelt hast, weil du mehrfach schon da gewesen bist. Ich wollte das auch vor Ort
sehen. Ich habe dann auch gefragt, ob ich mal mitreisen dürfe. Und das wurde begeistert aufgenommen, oder? Ich glaube, ja. Ihr fandet das gut. Habe ich mich da aufgedrängt. Ich will jetzt mal nach Afrika. Wir haben dort ein Seminar durchgeführt für junge Apotheker und Apothekerinnen. Und Anke Engelke hat die Zertifikate überreicht in einer Fantasiesprache. Ja. Und es war, ich meine, für die war Anke Engelke vollkommen unbekannt. Also, entschuldige bitte kurz, in einer Fantasiesprache, da muss ich kurz nochmal nachhaken. Was bedeutet Fantasiesprache in dem Zusammenhang? Naja, also da war ich meiner Zeit voraus, war vor 20 Jahren. Da wusste ich noch nicht mal, wie man kulturelle Aneignung schreibt. Ja. Aber mir war klar, ich kann nicht auf Deutsch dort sprechen oder auf Englisch, wenn das nicht verstanden wird. Und die Sprache vor Ort beherrsche ich auch nicht. Also muss ich eine Sprache erfinden, die niemandem zu nahe tritt. Und das habe ich gemacht. Verstehe. Na, das wollte ich nur kurz geklärt wissen, weil das finde ich ja schon interessant. Ich meine, du bist ja nun wirklich omnitalentiert, aber dass du spontan die Landessprache beherrschst, das übersteigt selbst deine Möglichkeiten. Ja, das ist richtig. Ich war sehr überfordert. Aber ich habe dann natürlich mitbekommen, oder ich habe das dann vor Ort gesehen und verstand mich dann plötzlich so als normale Spendende, weißt du? Dass man so denkt, was geschieht eigentlich mit dem Geld, das ich spende? Das versickert doch, da machen sich irgendwelche Leute die Taschen voll, kommt sowieso nicht an. Ja. Also dieses Misstrauen, das ja vielleicht auch ein bisschen gesund ist und durchaus auch berechtigt ist, dieses Misstrauen, das kenne ich von mir. Und deswegen sind diese Reisen so wichtig. Wir versuchen so alle 3 Jahre eine Reise hinzubekommen, bei der ich dass ich mitgehen kann. Das klappt auch, deswegen war ich mehrfach in Tansania. Das erste Mal, als wir gemeinsam reisten, war Benin, dann kam Togo, Malawi, Sierra Leone, zuletzt im November. Wir können offen reden, ist Anke da vor Ort wirklich eine Hilfe? Das ist die beste Frage, Miki, weil ich keine Hilfe bin. Ich falle allen zur Last. Ich darf wenigstens selber meine Reise bezahlen, aber mehr kann ich nicht tun. Das ist natürlich kokett. Wir alle ahnen, dass du so engagiert bist, dass du wahrscheinlich für 3 anpackst. Ich möchte immer im Labor helfen. Dann sagt immer Christoph, mach einfach das, was du kannst. Und dann sage ich immer, was kann ich denn? Ja, Schauspiel. Da sage ich, das hilft doch da überhaupt niemandem. Die Leute, wir müssen also mache ich was anderes. Ich schaue einfach, bin bei den lerne Partnerorganisationen statt, die vor Ort zum Beispiel. Mein Thema ist jetzt seit vielen Jahren Malaria, die zum Beispiel Malaria-Prophylaxe den Menschen auf dem Land, die nicht nah sind an Krankenhäusern oder Gesundheitsstationen, den Menschen nahebringen, wie Malaria-Prophylaxe funktioniert. Ist ja nicht schwierig. Ein imprägniertes Netz, hängst du übers Bett, wenn du kein Bett hast, manchmal in den Hütten schlafen die Menschen unter dem Tisch, klemmst du das so fest, dass die Drecksmücke da nicht hinkommt während der Nacht. Ja. Die finde ich sehr pragmatisch erklärt. Ich glaube, da kann man, da geht auch jeder Nichtmediziner mit. Da können wir mit anfangen. Solche Dinge kann ich tun und dann bin ich das Sprachrohr. Dann komme ich nach Deutschland und kann dort davon erzählen. Ich kann jetzt darüber berichten. Wir machen regelmäßig Konzerte mit den Düsseldorfer Symphonikern. Dann singe ich ein bisschen, moderiere ich ein bisschen. Dann zerre ich Christoph auf die Bühne und dann kann ich Menschen, potenziellen Spendenden, auch was erzählen und kann berichten von den Dingen, die ich vor Ort erlebt habe. Du hast ja für Aktion Medior mit all dem, was du machst, über 2 Millionen Euro schon eingespielt. Bei Wer wird Millionär, bei LOL. Also ich gehe überall hin und gebe mein Bestes dafür. Das funktioniert offensichtlich sehr, sehr gut. Ja. Ja. Zuletzt warst du vor ziemlich genau einem Jahr in Sierra Leone und hast dich mit Hebammen beschäftigt. Ja. Was ist genau das Betätigungsfeld in Sierra Leone vor Ort? Woran mangelt es da? Zuvorderst, sagen wir mal so. Da hat Christoph Zahlen. Dort kommen auf 100.000 Geburten. Also das sind interessante Zahlen, kannst du die nochmal sagen? Erstmal vielleicht zu Sierra Leone, das ist nicht ungefähr, dass wir das ausgesucht haben. Wir suchen immer die Reise aus, Anke Engelke. Das ist ein Projekt, was Warum eigentlich... Warum sagst du immer meinen Nachnamen dazu? Ich sag doch auch nicht Christoph Franz. Nicht alle kennen dich hier. Was? Okay, ja gut, Anke Engelke. Lieber Frau Engelke. Ja, grüß Sie. Gut, also, Anke. Miki, und zwar Sierra Leone 2014 gab es dort eine riesengroße Ebola-Katastrophe, 3 relativ kleine, unbekannte Länder davon betroffen. Der Indikatorfall, Fall 0, war ein kleiner Junge, 2 Jahre alt. Und es ist leider eine sehr, sehr tödlich verlaufende Krankheit. Und leider sind in den 3 Ländern auch ganz viele Gesundheitsmitarbeitende gestorben. Okay. Darunter eben auch Krankenschwestern und Hebammen. Und dann war uns danach, war es wichtig, neben der Soforthilfe, die wir zum Beispiel durch Medikamente, Verbrauchsmaterialien leisten können, dass wir eben auch langfristig Hilfe leisten können. Und ein Punkt, warum
Die Infektion, die erste, hätte man nicht vermeiden können. Das ist unvermeidlich, ist von der Fledermaus übertragen worden. Ja. Aber das Ausmaß der Katastrophe hätte man vermeiden können, wenn mehr Gesundheitspersonal da gewesen wäre, wenn Gesundheitsstrukturen stärker vorhanden gewesen wären. Also ist unser Motto, Gesundheitsstrukturen langfristig stärken. Und wir haben dann, nachdem die Ebola-Katastrophe vorbei war, zusammen mit unserem Partner vor Ort, dieses Projekt der Hebammenschule geplant und umgesetzt. Und das haben wir Anke gezeigt, denn es gibt einen riesengroßen Mangel an Hebammen. Es werden 2800 etwa gebraucht. Es gab zu dem Zeitpunkt etwa 350. Und Hebammen sind wichtig für eine sichere Geburt. Und leider ist Sierra Leone, was die Todeszahlen bei der Geburt betrifft, also die Müttersterblichkeit, eines der höchsten der Welt. Ja. Also es ist das gefährlichste Land, mit das gefährlichste Land auf der Welt bei der Geburt. Und das sollte ja nicht so sein. Und dann sind wir natürlich froh, wenn Anke da ist und sich das anschauen kann und sieht, wie kann man das denn ändern? Und das können wir eben plastisch vor Augen führen an dieser Hebammenschule. Das gilt ja auch für Hygienestandards beispielsweise, ne? Aber darf ich noch mal ganz kurz auf die Zahl, wie war das mal? 100.000 Geburten? Ich sage es auf die Müttersterblichkeit. Ja. In Deutschland, es ist immer, jeder Einzelfall ist natürlich tragisch, auf 100.000 Geburten sterben etwa 6 Mütter bei der Geburt. Das ist schon zu viel, aber das ist so das, was in Deutschland passiert. In Sierra Leone sind es rund 1.200 Mütter, die auf 100.000 Geburten sterben. Das ist also der Faktor 200. Ja. Das ist also nicht doppelt so viel oder dreimal so viel. Das ist unvorstellbar viel mehr. Und Hebammen sind dann ein wesentlicher Faktor, Risikoschwangerschaften zu erkennen und dann eben rechtzeitig dafür zu sorgen, dass die Mütter den Weg, das sind ja oft junge Frauen, die dort Kinder gebären, dass sie den Weg dann in die Klinik finden und entsprechend betreut werden. Denn deine Besuche auf dem afrikanischen Kontinent, das war ja in deinem Leben ja eine ganze Zeit lang überhaupt nicht präsent. Das hat ja auch nicht stattgefunden. Ja. Was hat das in dir ausgelöst, dort das erste Mal zu sein, das zweite Mal dort zu sein? Wohlstandsverwahrlost, wie wir alle sind. Ja. Ach, naja, also dann ist man da ja total privat, ne? So wie man auch zu Hause ist, so ist man dann im Idealfall, also das, so kenne ich es von mir, so ist man da auch. Da ist es dann total in Ordnung, dass man nicht in so in ein feines Hotel gesteckt wird, dass es im Zweifel dort auch gar nicht geben würde, sondern dass wir zum Beispiel bei Nonnen unterkommen oder in so ganz einfachen, in einfachen Hotels, in einfachen Unterkünften, das ist total in Ordnung. Und dass die Reisen dort nicht komfortabel sind, das ist eigentlich sehr schön, weil das nicht passen würde, wenn das dort so ein rotes Teppich-Feeling hätte. Ne? Gilt aber, glaube ich, auch nicht für alle Prominente in Deutschland. Ne? Die fliegen manchmal dahin, dann sagen sie, jetzt streichelst du einmal über den Kopf und dann geht es jetzt aber ganz schnell auch zurück ins Fünf-Sterne-Hotel. Ja, ja. Ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich. Ja, also ich kenne es jetzt nur, ich weiß es nur, kannst du beurteilen, wie ich mich da fühle. Ich habe noch nie einen Löwen gesehen, ich war mehrfach in Tansania. Was? Auf Dauer ist es auch ein bisschen blöd, dass ich so merke, jetzt bin ich so oft schon in Afrika gewesen und habe nicht wirklich was erlebt, aber dann denke ich, naja, aber nur so ist es, glaube ich, ist es glaubwürdig. Aber ne, wäre das dir selbst gegenüber oder den anderen gegenüber unfair, wenn du deinen karitativen, großen Anteil geleistet hast, wenn du danach sagen würdest, na, jetzt bin ich gerade einmal ich kenne mich mit der Tierwelt nicht so aus, aber ich gehe davon aus, in Tansania wird es wohl auch das eine oder andere wilde Tier geben. Oder so Löwen und so. Also, wenn man danach eine Safari macht, das würde ich doch jetzt erstmal, also gut, ich bin natürlich auch komplett verkommen, aber generell. Ja, das ist aber der Unterschied, aber wir kennen uns jetzt schon sehr lange und sehr gut, Micky. Du weißt, wie streng ich bin und ich fange aber bei mir selber an. Ja, ich weiß. Was andere machen, ist mir scheißegal, aber ich muss ja für mich selber wissen, ich fühle mich okay damit. Ja. Und dann kann ich viel besser das auf. Das ist ja schon ein Privileg, dass ich überhaupt reisen kann, dass da Leute dabei sind, die mir alles erklären. Ich habe ja auch Fragen ohne Ende. Und ich möchte niemanden ausnutzen. Mhm. Also gucke ich, dass ich da mich nicht vergnüge, dass ich ein bisschen leide. Und dann sage ich dann immer, oh, mir ist so heiß und so. Sowas sage ich dann. Ja. Nee, sage ich natürlich auch nicht. Aber weißt du, was ich meine? Ich möchte da nicht, das liegt auch nicht an. Also wenn ich dich mal mitnehmen würde, das liegt nicht an. Man ist da ja mit Problemen konfrontiert. Und man sieht, dass da das Leid herrscht, dass Not herrscht. Und da käme man, ich glaube, da kommt niemand auf den Gedanken, da auf wichtig zu machen, glaube ich. Ja. Ist das, was du dort gelernt hast, was du gesehen hast, lässt sich das anders auf die Showbranche blicken oder ist das zu pathetisch? B. Ja? Ja, kann ja sein. Ist zu pathetisch, aber du kennst mich doch, so bin ich ja auch gar nicht. Also ich trenne das dann auch. Ich trenne das. Das eine ist das. Ein Showgeschäft ist auch super. Ohne Showgeschäft wird es mich ja in der Form gar nicht geben. Ich brauche ja ein Publikum. Ich mache das nicht nur für mich.
Also im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass es am besten ist, wenn ich Dinge tue, die mir auch gefallen oder die mir gut tun, mhm, und die Dinge lasse, die mir nicht gut tun, weil ich glaube, dass sich das auch transportiert. Aber das wusste ich natürlich vielleicht vor 40 Jahren nicht, als es losging, oder vor 5. Ah nee, so alt bin ich ja noch gar nicht. Nein, tatsächlich nicht. Also du hast ja wirklich ein sehr breites Betätigungsfeld, sowohl was dein soziales Engagement angeht, als auch was dein berufliches Tätigkeitsfeld angeht. Das hast du ja dir ja wirklich hervorragend geschaffen, dass du irgendwann von der sehr komischen Frau, für die du in erster Linie standst, zu einer sehr, sehr ernstzunehmenden Schauspielerin geworden bist. Und das macht natürlich deine Rollenauswahl aus. Und das bringt uns zu einer Serie, die gerade, ich weiß nicht, ob der Begriff Straßenfeger ist in dem Zusammenhang ganz trifft, aber es ist eine wahnsinnig erfolgreiche Serie. Deutsches Haus heißt die Serie und es geht um den wohl das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, zumindest in den letzten 100 Jahren. Und du bist ein entscheidender Teil, mhm, in dieser Serie und wir blicken kurz rein. Ich dachte, ich hätte alles vergessen. Jetzt erinnere ich mich plötzlich an so viele Dinge. Das war mein Chef. Die brauchen mich. Am Sonntag. Es geht um meine Arbeit als Dolmetscherin im Gericht. Da gibt es einen Prozess gegen SS-Offiziere, die in einem Lager gearbeitet haben. Treten Sie zurück. Woher kennt ihr die Mülkers? Er ist der Hauptangeklagte. Und ich habe das Gefühl, ich kenne die Frau von früher. Wir kennen die Leute nicht. Bitte glaub uns einfach. Ich beantrage die Anhörung der Zeugin Edith Bruns. Nichts gehört, nichts gesehen, nichts gewusst, ja? Die Welt ist nicht gerecht. Der heißt R. Das ist eine Lüge! Alle habt ihr nichts gewusst, nein? Die Beweislast reicht nicht aus für einen Haftbefehl. Nicht ein Zeuge, der es am eigenen Leib erfahren hat! Ich habe nur Befehle ausgeführt. Ich will, dass sie mir jetzt die Wahrheit sagt. Was wussten Sie von den Vergasungen? Ja. Du hast ja noch nicht gesehen, jetzt bist du gespannt, ne? Ja. Ja, wirklich extrem empfehlenswert. Viele von uns haben die Serie Deutsches Haus schon geguckt. Wie dankbar bist du, dass das Publikum und Regisseure, Regisseurinnen es dir zugestehen, so etwas spielen zu dürfen? Ah, okay, gute Frage. Na, endlich mal. Nee, ich überlege ja dann auch, ne? Wenn, ich bin extrem dankbar, denn du hast es ja erwähnt, also man verbindet mit mir das Lustige. Ja. Und das ist ja, aus meiner Perspektive ist das ein Stigma, weil ich mich so reduziert fühle und weil ich mich so nicht verstehe, weil ich ja keine Witzemaschine bin. Aber das muss ich dann ausblenden und dann kann ich mich einfach freuen, wenn Anfragen kommen, die eine Herausforderung darstellen. Und in diesem Fall ist es so, dass ich wusste von dem Projekt und als dann die Anfrage kam und ich mich mit der Autorin getroffen habe, beziehungsweise wir uns das erste Mal zusammengeschaltet haben, war ich einfach sehr neugierig und wollte diese Frau kennenlernen, diese Edith Bruns, die ich da spiele. Das ist ja die große Herausforderung, ja, ne? Dass du dann jemanden kennenlernst und denkst, ah, kann ich der sein? Kann ich der oder die sein? Kriege ich das hin? Mhm. Wie gut muss ich diese Figur verstehen? Und die Antwort ist, bis heute kann ich so vieles nicht nachvollziehen, natürlich, was diese Frau gesagt hat. Aber das ist extrem dankbar, dass Menschen mir das zutrauen, ne? Und dass ein Publikum auch jetzt nicht sagt, ah nee, wann kommt denn jetzt der Gag oder so. Aber es hat gedauert, sich davon freizuspielen. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das aktiv getan habe oder ob das nicht eine Herausforderung ist für die Zuschauer. Gute Rollenauswahl möglicherweise, ne? Ich habe auch oft daneben gelegen, aber habe jetzt im Laufe der Zeit auch gelernt, wie eben schon gesagt, ne? Dass ich mehr vertrauen muss und mehr auf das Bauchgefühl hören muss. Ich glaube, du hast in letzter Zeit sehr häufig sehr richtig gelegen. Danke. Nicht zuletzt mit der Auswahl deines Partners, Christoph. Ja, Aktion. Oder ich glaube, dass dieses auf den Bauch hören, also das begreife ich jetzt zunehmend. Das ist ganz gut, aber vielleicht geht es nicht so gut mit 12 oder so, als ich anfing, oder mit 11. Vielleicht geht es jetzt dann Ü50 besser. Wir brechen ab, meine Damen und Herren. Christoph Bonsmann, Anke Engelke. Vielen Dank. Das wollen wir nicht hören.
Ja, danke, dass ihr in unserer Runde seid, weil wir wollen natürlich heute etwas über Projekte erfahren, warum wir überhaupt heute hier zusammensitzen, wem wir helfen wollen. Sie wissen Bescheid, WDR.de, der Westen hilft. Und er ist eine Stimme, die man im Westen ganz besonders gut kennt. Eine sehr vertraute Stimme, die auch den, sagen wir mal, etwas unbequemeren Weg gegangen ist im vergangenen Jahr und in diesem Jahr auch wieder, um Spenden einzusammeln. Jan-Malte Andresen ist bei uns. Schön, dass du da bist, Jan-Malte. Herzlich danke, dass ich hier sein darf. Hallo. Wir erklären den Weg. Unbequem ist die eine Variante. Du bist auch einen sehr emotionalen, einen sehr nahen Weg gegangen. Ihr wart mit WDR 2 letztes Jahr in Dortmund in einem gläsernen Studio für mehrere Tage. Erzähl uns mal kurz, was ihr gemacht habt. Wie ist es abgelaufen? Wir haben da Radio gemacht. Wir haben nonstop Radio gemacht, 107 Stunden. Waren in diesem gläsernen Studio in der Tat, hatten Schlafcontainer hinter dem Studio. Das war sehr schön, weil das so ein Backstage-Bereich war. Das heißt, wenn der Ministerpräsident reinkam, dann war auch mal eine Kollegin im Handtuch, dann kam aus dem Duschcontainer raus und so. Das war ein bisschen wie Klassenfahrt. Ja. Und wir wussten überhaupt nicht, was uns da erwartet. Wir wussten, wir werden Spenden sammeln dort und wir werden Spenden gegen oder Musikwünsche gegen Spenden erfüllen. Das heißt, du spendest, dann darfst du dir was wünschen. Auch die Captain Future Musik, wenn du möchtest. Also wir haben wirklich alles Mögliche gespielt. Das ist ja schon mal was Besonderes. Und was wir überhaupt nicht einschätzen konnten, war wirklich diese Macht der Menschen, die auf uns zukamen. Also, da sind ja viele gekommen, muss man sagen. Also ihr hattet zum einen natürlich auch Prominente da. Ich glaube, Sarah Connor war da. Ja, die kamen dann vorbei. Genau, die kamen vorbei, sind auch aufgetreten. Also da war richtig was los bei euch. Aber es kamen eben auch sehr viele Menschen mit ihren Geschichten. Und es kam auch sehr viel Geld. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Also wie viel Geld zusammengekommen ist, hat euch echt umgehauen. Alleine beim Weihnachtswunder von WDR 2. So. Natürlich alles für der Westen hilft, aber das war euer Teil. Und die Menschen mit ihren Geschichten, die gekommen sind. Wir gucken uns das mal kurz an. Darin steht die Gesamtspendensumme des WDR 2 Weihnachtswunders 2022. An Spenden sind zusammengekommen 7.076.947 Euro. Und jetzt schau ich nicht links und rechts. Vielleicht nach vorn, zu. Unsere Mädchen bekamen zu Weihnachten immer Geschenke im Gesamtwert von 200 bis 300 Euro pro Kind. 300 Euro haben wir in diesen Umschlag gepackt, eben um anderen zu helfen. Martin, Ulrike ist deine Frau, Madita ist dann Annikas Schwester. Da seid ihr alle. Entschuldigung. Danke. Danke, danke. Berührt dich immer noch, ne? Immer noch, ja. Also es ist jetzt fast ein Jahr her, du musst uns kurz mal erzählen, was hinter dieser Geschichte steckt. Das ist so einer der, für mich jetzt, wir haben alle vier da immer berührende Geschichten erlebt, das war für mich so der berührendste Moment, dieser Vater, der da gekommen ist, der hat diesen Briefumschlag mitgebracht und da war Geld drin und es war ein Foto drauf von einem Mädchen und ich war dann bei ihm draußen und er sagte mir, oder stand auch in dem Brief, das ist seine Tochter, die im Jahr davor gestorben ist an Leukämie. Und er hat jedes Jahr Geld gesammelt, immer zurückgelegt für die Geschenke für seine zwei Töchter. Und weil nun also seine zweite Tochter nicht mehr da war, wollte er diese 300 Euro, die er zurücklegte, sonst immer für sie, eben dem WDR 2 Weihnachtswunder spenden. Und der kam da, kam aus dem, glaube ich, nördlichen Münsterland, ist bis nach Dortmund gefahren und wollte das mit uns teilen. Auf diesem Platz am Dortmunder Hansaplatz. Und das, war eine ganz besonders bewegende Geschichte. Ich erinnere mich auch noch an eine Schulklasse, die kam mitten am helllichten Tag. Es ist ja wirklich so eine Achterbahn der Gefühle. Ne? Du hast wirklich alle möglichen Geschichten und du machst Hallo, lustig und Sarah Connor und im nächsten Moment Schulklasse. Zwei Jungs stehen am Mikrofon, haben so ein Mikrofon, wo jeder dann quasi sofort ins Programm geschaltet werden kann von draußen. Und die sagen, sie haben ihre Mitschülerin verloren in der Woche davor. Und wollten eben sammeln und auch ihr einen letzten Gruß schicken und haben ihren Lieblingssong sich gewünscht. Und es war Vorweihnachtszeit, alles voll in Dortmund, alle waren einkaufen und der ganze Platz stand und hat diesem Song gelauscht. Und das sind Momente, ja, ich bin jetzt Radioansager, ich kann dir die besten Hits der 80er, 90er und von heute verkünden. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber das erlebt man selten. Und das war so unglaublich, wie gesagt, von bis Achterbahn der Gefühle. Also wenn die wilde Maus unten war, dann ging es auch wieder hoch und der
nächstes Mal wieder runter. Wahnsinn. Das ist schon toll. Was ist dir da sozusagen als Überschrift so hängen geblieben von diesem Erlebnis, dieses, dass die Menschen kommen und wirklich, und das gilt ja auch heute Abend wieder, es ist völlig egal, wie viel man geben kann. Ja. Und wenn man mit kleinen Beträgen dabei ist und dass Menschen das ja auch wirklich tun in verschiedensten Lebenssituationen. Also meistens die ganz kleinen Spenden, die einen noch mehr bewegen, muss man ganz ehrlich sagen. Also vom Kind, das ein Sparschwein schlachtet oder ganze Taschengeld hergibt. Oder jemand, der sagt, ich lebe von Hartz IV. Aber ich wollte auch unbedingt noch was geben für Menschen, die es noch nötiger haben als ich, meiner Meinung nach. Das Wir-Gefühl ist mir hängen geblieben, vor allen Dingen. Ich meine, wir haben letztes Jahr ein schweres Jahr gehabt. Wir hatten dieses Jahr auch ein sehr schweres Jahr, wir alle. Aber dass man es noch mal schafft. Und wie gesagt, wir konnten das wusste keiner von uns, dass das so werden würde. Eine irre Summe, die ja dazu wirklich das auch ist. Und dass eben diese Menschen gemeinsam diese 5 Tage mitgefiebert haben mit uns und uns zugeguckt haben und uns angefeuert haben und alle dabei sein wollten und alle was geben wollten. Und das war nach diesem harten Jahr 2022 eben auch ein ermutigendes Gefühl nochmal so zum Jahresende, dass es eben in dieser Zeit, wo so viel jeder in seiner Bubble und so weiter, so ein Wir-Gefühl da ist im ganzen Rest. Ihr hattet ja auch eine Bubble, muss man sagen. Ihr wart ja wirklich, du hast gesagt, ein bisschen Klassenfahrt. Also ja. Ihr habt in Containern geschlafen, ihr seid euch im Handtuch begegnet und auch anderen Menschen im Handtuch begegnet. Auch das. Wie muss man sich das vorstellen? Wie habt ihr da den Tag verbracht? Wo habt ihr gegessen? Wie habt ihr euch abgeklatscht? Was war das da? Ja, das wird ja alles zweitrangig dann auch. Du willst ja dann gar nicht mehr essen, du willst ja nur noch Radio machen. Das okay. Du bist ja verrückt, du wolltest dann immer noch in dieses Studio, weil dieser Container auch sehr ungemütlich war, das muss man einfach mal sagen. Also das war auch laut da, man hat alles gehört draußen. Es war ein Bett, also ich habe jetzt extra noch ein bisschen abgenommen, versucht zumindest abzunehmen für dieses Weihnachtswunder, damit ich einfach in dieses enge Bett passe, dann auch in Düsseldorf in dem Container. Du bist ja auch jemand, der Auslauf braucht normalerweise, ne? Du gehst viel mit dem Hund und so weiter. Absolut, ja. Bist natürlich. Du auf und ab gegangen im Glascontainer? Ja, ich habe schon gefragt, ob ich einen Hund mitbringen darf jetzt auch, ob auch, weiß ich nicht, Spielerfrauenbesuch möglich ist, aber es wurde abschlägig beschieden. Nein, wir sind da voll im Fieber, diese 107 Stunden. Und wir haben einfach mal gesagt, komm, der eine macht 2 Stunden, dann der nächste 2 Stunden und so, ruht euch mal aus. Ich glaube, wir standen 80% gefühlt. Muss mal von den Steffi Neu dabei, Sabine ja, genau. Heinrich, Thomas Bug, ihr 4 war das, die es da gemacht haben. In diesem Jahr macht ihr das wieder. Ja. Ihr seid nicht in Dortmund, ihr seid in Düsseldorf dieses Mal. So ist es. Was ist geplant? Wahrscheinlich zieht ihr das wieder voll durch und der wollt alles Theke, noch die längste Radiosendung der Welt, das ja. war so die Idee. Wir ziehen das voll durch. Es sind 107 Stunden wieder. Am 16. Dezember um 10 Uhr ist Einzug, am 20. Dezember um 21 Uhr ist Auszug. Und dann gucken wir mal, wie viel zusammenkommt. Und es ist wirklich vollkommen egal, ob es genauso viel wird, ob es weniger wird, ob es mehr wird. Wie gesagt, die Geschichten, die Menschen, das Wir zusammen, diesmal in Düsseldorf, da freuen wir uns alle sehr drauf. Alles zu hören bei WDR 2 natürlich. Ich habe das auch schon bei euch gesehen. Es gibt ja so ein paar Insta-Stories schon dazu und so weiter. Ihr seid wirklich schon on fire. Ihr habt richtig Lust drauf. Gibt es was, wo du sagst, naja, da bin ich auch froh, wenn die 5 Tage rum sind? Das Bett. Das Bett. Mindestens das Bett. Es ist das Bett. Okay. Ja, eindeutig. Okay, also das kriegen wir aber auch noch rum. Und du bist ja auch nicht nur dann in Düsseldorf im Einsatz. Es geht ja heute Abend auch, wir haben es schon gesagt, um Projekte für Mütter, für Frauen. Und besonders gefährdet und besonders unsicher sind ja Frauen unterwegs, wenn sie zum Beispiel auf der Flucht sind, vor Krieg oder auch einfach aus ihrer Heimat fliehen müssen. Wir kennen das von der Insel Lesbos zum Beispiel. Dort gibt es Flüchtlingslager, dort ist auch eine schwierige Situation für viele Frauen. Du bist im November auf Lesbos gewesen. Wir gucken uns jetzt gleich mal zusammen ein paar Bilder an, ja. Aber wir müssen dazu sagen, es hat einen Grund, warum wir jetzt nicht diese Frauen alle natürlich so sehen. Die sind ja von euch auch besonders geschützt. Die sind geschützt. Wir haben sie gefragt, ob sie überhaupt mit mir reden wollen. Das ist ja auch erstmal die Frage. Die sind alle in einer sehr unsicheren Situation dort. Die leben, eine der beiden Frauen, mit denen ich gesprochen habe, lebt in diesem Lager. Da sind 4000 Menschen dort. Und da ist natürlich auch so ein Asylverfahren anhängig. Und wenn man schlecht übers Lager redet, so ist die Angst, ja, kann das vielleicht auch gegen sie verwendet werden. Wir schauen aber trotzdem mal zusammen. Du kannst uns auch gerne was dazu sagen, mal ein paar Bilder an, die du ja mitgebracht hast. Ja, geregnet hat's und erwartet man nicht. Das ist das Lager, man darf nicht filmen, also deswegen haben wir das wirklich versteckt gefilmt. Man kann dann nur da oben auf so einem Berg sein und von da oben mal runter gucken.
Da ist alles hermetisch abgeriegelt. Free them all steht da. Das hat irgendwer mal da drauf geschrieben. Es sieht auch wirklich aus wie ein Gefängnis. Wie gesagt, 4000 Menschen da, Militär ist da. Und das ist Sarah aus Afghanistan. Die ist mit zwei Kindern und mit ihrem Mann da. Und das ist das Welcome Office. Das ist eine dieser Organisationen. Und eines der Projekte, die wir mit diesen Spenden dann im WDR 2 Weihnachtswunder gerne unterstützen möchten. Die haben nämlich ein Safe House errichtet, so eine Art Safe House. Das ist eine Wohnung, kleine Wohnung, ohne jetzt großen Luxus. Aber darum geht es gar nicht, weil der größte Luxus für die Menschen und für die Frauen mit Kindern, die dann eben dorthin dürfen, wenn sie Glück haben, ist einfach mal die Tür hinter sich zumachen zu können. Also Sarah, wie gesagt, aus Afghanistan, lebt in einem Zelt. Zu viert sind sie, die haben noch eine Familie bei sich in diesem einen Zelt. Seit einem Jahr jetzt schon, also wissen überhaupt nicht, wie lange noch und wann sie mal rauskommen. Ihr Sohn kriegt ein bisschen Unterricht. Es hat geregnet, wie gesagt, also das sind dann auch so Momente, wo es von unten dann nass wird und alles nur noch nass ist. Es gibt auch nur 7 Minuten fließend Wasser am Tag. Dafür. 7 Minuten? Ja. So gesehen ist das der größte Luxus, zu sagen, wir haben jetzt mal für ein paar Wochen, für ein paar Monate ein Dach über dem Kopf, wir können die Tür hinter uns zumachen, wir haben fließend Wasser. Und das ermöglicht dieses Projekt. Und wenn da viele Spenden zusammenkommen, dann wird es noch mehr dieser Wohnungen geben. Das heißt konkret, da kann man mal sehen, wo das Geld hingeht. Ist immer das, was wir uns gar nicht so vorstellen können, ne? Dass man dann wirklich sagt, okay, Regen ist einfach ein Thema und damit fängt es schon an. Und ein bisschen Schutz und Sicherheit. Du selber hast, ja Malte, ja auch Familie, Hund, Frau. Wir sind alle so ein bisschen in unserer Weihnachtsblase dann noch immer, auch wenn es uns zum Teil natürlich auch schlechter geht, aber wir leben natürlich in einer ganz anderen Situation. Mit welchem Gefühl gehst du nach Lesbos, gehst du jetzt ins Gläserne Studio und sagst, ich bin da jetzt ein Teil von, ich will da auch mithelfen? Ich muss gestehen, es war erstmal ein schwieriges Gefühl. Also auch so ein bisschen, was du erzählt hast. Erstmal kommst du natürlich als jemand hin, der da schön anreist und sich das anschaut und sagt, ach guck mal, ja, wir schicken dann einen Scheck. Also das war so meine Angst. Du schwebst ein, du gehst wieder weg und dann war es das auch. Ich habe erlebt, dass wir mit wirklich offenen Armen empfangen wurden, sowohl von diesen unglaublich engagierten Frauen da in diesem Welcome Office. Das sind junge Frauen, die sich auch sonst noch über das Safe House hinaus für Geflüchtete da aus dem Lager einsetzen. Habe eine so starke Frau kennenlernen dürfen, eben diese Sarah, die mir von ihrer Fluchtgeschichte erzählt hat. Und das öffnet ja auch noch mal die Augen ganz anders jetzt. Ne? Also ich meine, wir reden jetzt alle über Begrenzungen, über Migrationszahlen und da kann man sicher, gibt es auch gute Gründe, darüber zu reden momentan. Aber es sind erstmal Zahlen. Ne? Und wenn du mal so ein Schicksal dann wieder ein Gesicht bekommt und dann eben in Lesbos, wo die Situation eben noch mal so ganz, ganz anders ist als für Geflüchtete hierzulande, dann erdet dich das und dann macht dich das ja auch ganz, ganz dankbar natürlich für das, was man hat. Und dankbar für alle Spenden. Und wenn wir wissen, da kommt was rum und wir wissen, wem wir es geben können, dann ist das ein gutes Gefühl. Ja, weiß man, wo es hingeht. Ich sage an der Stelle gerne nochmal 0180 22 822 ist unsere Spendenhotline heute Abend. Die ist eingeblendet, Sie sehen das. WDR.de, der Westen hilft. Und du hilfst auch mit. Ja, Malte Andresen ist heute bei uns ab 16. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf. Schön, dass du heute da bist. Dankeschön. Der Westen hilft. Das bedeutet natürlich auch, dass jeder Teil des Westens etwas tun kann, mag er noch so klein sein. Und deshalb gehe ich jetzt rüber zu einer Delegation des Jugendblasorchesters des Musikvereins Menzelen e.V. Herzlich willkommen. Hallo Solina. Hallo. Hallo Marie. Hallo Malte. Schön, dass ihr da seid. Solina, wie lange bist du schon Teil des Jugendblasorchesters? Ich bin jetzt 5 Jahre im Jugendblasorchester. Ja. Was für ein Instrument spielst du? Querflöte und ich habe dazu auch noch Oboe gelernt. Oh, okay, sehr gut. Marie, was für ein Instrument beherrschst du? Ich spiele Altsaxophon, auch seit 5 Jahren im Jugendorchester. Okay, sehr gut. Und was für eine musikalische Bandbreite habt ihr?
Also wir machen sehr viele Sachen. Wir fangen im Jahr immer so an mit Karneval, dann geht es über Kirchenlieder. Selbstverständlich Karneval. Genau. Selbstverständlich. Dann Kirchenlieder, aber auch die Schützenfeste begleiten wir. Und ja, St. Martin und vor allen Dingen auch Weihnachten. Macht ihr auch so Popsongs, Julina? Gibt es das auch irgendwie? Ja, genau. Ja? Ja, zwischendurch machen wir mal Konzerte, da spielen wir dann Popsongs. Taylor Swift auf der Querflöte? Eher nicht so Taylor Swift, aber zum Beispiel Panic at the Disco. Ah, oder ja, komm. Also sowas bitte. In die Richtung, genau. Ja. Oder auch mal ein Schlagersong. Okay. Julina, welcher Schlagersong ist das? kannst du gar nicht auswendig sagen? Du verweigerst die Aussage. Nein, also viele. Eines der neuesten war jetzt, glaube ich, Warum hast du nicht Nein gesagt? Ja. Ja, das sehr war gut. Auch sehr beliebt bei uns im Orchester. Natürlich im Zusammenhang mit einer Spendenaktion genau der richtige Song. Ne? Warum hast du nicht Nein gesagt? Weil wir müssen an dieser Stelle explizit Ja sagen. Das ist ganz wichtig, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich davon nicht anstecken. Ihr habt jetzt hier dieses dekorative Stück Tuba. Ist es eine Tuba? Oder? Ein Tenorhorn. Ein Tenorhorn. Mein Gott, was bin ich für ein Stümper. Aber dieses Tenorhorn ist geschmückt und da oben ist ein Schlitz drin. Das heißt, es ist offensichtlich ein Spendenhorn. Genau. Und da kommt alles rein, was ihr zusammentragt. Genau. Für das Bündnis Aktion Deutschland hilft. Und was macht ihr genau? Also mit dem Jugendblasorchester haben wir am 9.12. am Nikolausmarkt so eine kleine Spendenaktion, also so ein Projekt sozusagen, wo wir dann Spenden nehmen für einen Song. Also die Leute können sich einen Song wünschen und geben dann dafür eine Spende, die dann wieder hier hinkommt oder nach Düsseldorf dann für die Aktion. Um mithelfen zu können. Das ist doch fantastisch und ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass wirklich jeder gemäß seiner persönlichen Begabung natürlich helfen kann. Tolles Beispiel. Danke, Julina. Danke, Marie. Danke, Malte. Dankeschön. Vielen Dank. Das kann ich lieben lassen. Ist ja das Schöne heute Abend, dass wir die kennenlernen, die Hilfe brauchen und die helfen. Also das ist heute auf jeden Fall rund hier im Kölner Treff. Wir kommen jetzt zu einer Frau, die ja etwas erlebt hat, was viele, viele Menschen erlebt haben. Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen. Frauen, Mütter mit ihren Kindern sind oft besonders gefährdet in Kriegssituationen und auf der Flucht. Es sind über 1 Million Menschen aus der Ukraine zu uns nach Deutschland gekommen seit Beginn des Angriffskrieges. Viele Frauen, viele Kinder und sie ist eine davon. Natalia Klotschanina ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Natalia. Danke. Natalia, Christoph hat es gerade schon mal angesprochen. Am 24. Februar 2022 ist der Krieg losgegangen, hat Russland die Ukraine angegriffen. Du warst in Kiew, in deiner Wohnung. Wie erinnerst du dich an diese Situation, als es losgegangen ist? Genau. Ich war in meiner schönen, großen Eigentumswohnung zusammen mit meinem Sohn, meiner so geliebten weißen Katze, die Bella hieß, und meiner Mutter, die kurz davor eine Rippenneuralgie hatte. Deswegen habe ich zu mir nach Hause gebracht. So war es bequemer für mich. Und dann, als wir alle mitbekommen haben, dass die russischen Truppen an der Grenze stehen, dann wollte ich sie nicht nach Hause bringen, weil ihr Haus in Irpin war. Das ist die Vorstadt Kiews, die durch die Massaker berühmt geworden ist. Was hast du gemacht als erstes, als du gehört hast, es geht jetzt wirklich los? Ich wurde von meiner Nichte Katja aufgewacht. Sie sagte, wieso schläfst du noch? Natalia, steh auf. Und ich sagte, wieso? Es ist noch zu früh. Es ist der Krieg ausgebrochen. Und ich sagte, was sagst du, Katja? Sie sagt, ja, hier fallen die Raketen überall. Ich kann die toten Leute in den Straßen sehen. Dann habe ich den Hörer abgelegt und habe recherchiert. Natürlich haben wir alle gewusst, dass die Russen an der Grenze stehen.
Aber man konnte das nicht glauben. Ich war diejenige, die viel gereist war. Wir wohnen in einer modernen Welt. Die Ukraine ist die Silicon Valley Europas. Wir sind ganz moderne Europäer. Wir stehen für die europäischen Werte. Und so was konnte ich mir nie vorstellen, dass wir einen Krieg wie im Mittelalter inmitten Europa haben. Nein, nein, nein. Es kann überall sein, aber nicht hier. Das konnte ich nicht glauben. Sein Kopf verzichtet sich auf diesen Gedanken. Dafür hast du aber dann wirklich sehr schnell reagiert. Du hast Koffer gepackt, du hast alles parat gemacht für die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht gehen muss. Aber du bist erstmal noch geblieben. Du hast deine Nichte zu dir geholt mit ihrem Baby, Baby Nazar, damals 3 Monate alt. Und du hast, ich glaube, 21 Menschen in deiner Garage untergebracht. Ja, genau. Zuerst musste ich meine Mutter zu ihrer Tante bringen. Mein Auto sollte repariert werden. Also normalerweise musste ich mein Auto zur Werkstatt bringen. Aber es war schon nicht mehr möglich. Ich hatte kein Benzin, also das musste ich auch irgendwie beschaffen. Und wir haben uns verabredet, dass ich meine Mutter nach Biela Cerkva bringen werde, wo ich aufgewachsen bin und wo meine Katja mit ihrer Familie gewohnt hat. Deine Nichte, dann, ne? Ja, dann nehme ich Katja und meine Mutter sollte zu ihrer Tante in der Nähe dieser Stadt kommen. So ein Change haben wir gemacht und wir wurden natürlich mehrmals angehalten. Man hat uns gesagt, nein, nein, dort ist es gefährlich. Sie dürfen bitte nicht weiterfahren. Die Regionalstraßen wurden gebombt und das war einfach Wahnsinn. Alles war Stau. Trotzdem wollten alle Leute, die das konnten, aus dem Land raus. Und ich war die Einzige in der ganzen Familie, die die Kinder ausreisen konnte. Mittlerweile haben wir mit meiner Mutter, sie war die Haupt, meine Nachbarschaft in meiner Garage herbergt. Da waren tatsächlich 21 Leute, darunter Kleinkinder. Ihr habt euch da versteckt, quasi so ein bisschen zurückgezogen? Oder wie muss man sich vorstellen, was ihr da gemacht habt? Also, ja, so wofür sicher die Garage war es da nicht. War. Ja. Ich sollte jedes Mal hin und her laufen, weil ich medizinische Anfangsausbildung habe. Deswegen war ich immer unterwegs. Ich habe meine Telefonnummer in der Klinik hinterlassen. Falls etwas passiert, dann konnten sie mich jederzeit anrufen. Meine erste Aufgabe habe ich am zweiten Tag des Krieges erfüllt. Ich habe meinen jüngeren Sohn weiter weg von Kiew geschickt. Ich dachte in die Sicherheit, aber tatsächlich sicher war es nicht, weil die Munitionslager in derselben Nacht angegriffen wurden. Mhm. Und ich habe ihn tatsächlich in die Höhle geschickt. Du hast ihn, aber er ist wieder zurückgekommen. Und weil ihr habt euch zusammen dann doch nach wenigen Wochen auf den Weg gemacht, die Ukraine zu verlassen. Wir müssen mal sagen, wer sich da auf den Weg gemacht hat. Du, deine Mama, deine Nichte. Zuerst ich und meine Mama und meine Katze. Gut, aber genau, wir müssen ein bisschen, ich würde am liebsten mit dir die ganze Tour beschreiben, weil es ist wirklich, muss ich Ihnen sagen, unglaublich, was diese Frau mitgemacht hat und durchgemacht hat. Aber wir müssen, ja, es ist einfach so, weil man merkt schon in den ersten Erzählungen, du hast dich einfach da um alle und alles gekümmert und das übernommen. Du bist dann, als ihr alles zusammen hattet, wirklich mit Mutter, deinem Sohn, Elias, 15 war er damals, Nichte, Baby, Katze. Ja. Ihr seid alle zusammen los in diesem Wagen. Es gibt ein Foto, das mich wirklich sehr beeindruckt hat. Ihr habt euch auf dem Weg erstmal nach Prag gemacht, muss man dazu sagen. Ihr habt von Nazar, vom kleinen Baby, habt ihr ein Ultraschallbild vorne ins Auto gelegt. Warum habt ihr das gemacht? Ich ehrlicherweise
bin ich keine vorsichtige Fahrerin. Und unter den Umständen wollte ich so schnell wie möglich raus, weil wir nicht nur die Katze, sondern ein kleines Baby die ganze Woche lang in dem Auto hatten. Wir mussten in irgendwie Windeln wechseln. Das Baby muss gebadet werden. Und eine stillende Mutter, Baby und pubertierter Junge und die Katze und das alles zusammen. Wir waren Wahnsinn. Apropos ein super Team. Ja, aber ich habe sehr frech gefahren. Und damit die Leute uns Vorrang geben, damit wir diese grüne Straße haben, habe ich gesagt, Leute, sucht etwas im Auto, damit wir schreiben könnten. Kinder-Evakuierung. Ja, und sehr wir gut. haben, ich stamme aus der Modebranche, wir haben Lookbook von unserer letzten Kollektion im Kofferraum gefunden. Und Katja hat plötzlich gesagt, ich habe hier etwas, irgendwelche Dokumente aus dem Krankenhaus, wo sie mit Nazar lag. Und das war Ultraschall. Also du hast quasi warst im Auto unterwegs mit Vorsicht, Baby an Bord. Ihr habt das nur ein bisschen anders gemacht. Ja. Und seid Richtung Prag. Wir müssen an der Stelle auch noch dazu sagen, die Mama musste dann erst mal da bleiben in der Ukraine. Ja, sie hatte, als wir aus Kiew nach Bilazerkwa unterwegs waren, alles im Stau. Und mein Akku war kaputt. Ich sollte an der Tankstelle ein neues Akku kaufen. Dann haben die Leute, die da vorne gefahren sind, also gefahren, 5 km/h, sie haben mir meinen Akku gleich gewechselt. Und dann hatte meine Mutti einen Herzanschlag. Ein Herzinfarkt. Es gab, es gab Ärzte irgendwo. Sie haben ihr erste Hilfe geleistet. Meine Mutti, muss ich sagen, war ein bisschen geschont. Dadurch, dass sie schwerhörig ist, sie konnte nicht wirklich hören, was da überall passiert ist. Also die und Kämpfe, die Raketeneinschläge und so, das hat sie gar nicht so gehört. Genau, nur ein bisschen gezittert hat unser Haus. Aber so wirklich sehen, wie ich zum Beispiel aus allen Fenstern, da ist Kiew und hier ist die Richtung, von welcher die Russen einmarschiert sind. Und sie war nicht wirklich draußen. Sie hat nicht mitbekommen, außer dem, was die Nachbarschaft erzählt hat. Das heißt, sie hat im Auto quasi auf dieser Reise ja zum ersten Mal gesehen, was eigentlich verheerendes in der Ukraine los ist. Und das genau. Also ihr musstet die Mama erst mal da lassen. Ihr seid nach Prag. Wir springen jetzt ein bisschen. Du wolltest aber gerne arbeiten, hast größere Chancen, weil du eben auch sehr gut Deutsch sprichst, in Deutschland gesehen. Ihr seid, deine Nichte ist mit Nazar zu einer Tante nach Halle gegangen. Du warst mit der Mama, mit deinem Sohn erstmal in Thüringen. Ja. Habt dort eine Familie gefunden, wo ihr erstmal untergekommen seid. Ja, Familie Werstler. Ja, ich bedanke mich bei dieser großartigen Familie für immer. Dann seid ihr weitergezogen nach Bonn inzwischen und du arbeitest ja auch inzwischen als Lehrerin hier in Deutschland. Dein Sohn geht hier zur Schule und du arbeitest auch wieder mit Kindern und Schülern, die auch eine Flüchtlingsgeschichte haben, die auch auf der Flucht aus unterschiedlichen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Ja. Wie erlebst du das dann, hier in Deutschland zu sein und dann auch wieder Menschen und vor allem Kinder zu treffen, die ja auch dieses Fluchterlebnis hatten? Das alles ist sehr schwer. Ich arbeite bei der besten Schule der Welt, muss ich sagen, Robert-Koch-Schule in Linz. Dort gibt es sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund. In meiner Klasse habe ich nicht nur die ukrainischen Kinder, sondern auch ein Mädchen aus Israel.
einen Jungen aus Syrien und der andere Junge hat zwei Kriege überlebt. Er wurde in Syrien von einer ukrainischen Mutter und dem syrischen Vater geboren und dort nach dem Kriegsausbruch haben sie eine Weile eine Weile geblieben und danach in die Ukraine geflogen zu den Großeltern, also zu den Eltern seiner Mama. Und da brach der Ukraine-Krieg aus. Also dieser Junge in seiner frühen Pubertät hat schon zwei Kriege erlebt. Das ist grausam. Ja, einfach auch Wahnsinn, dass du jetzt natürlich hier in Deutschland lebend auch wieder mit den Schicksalen natürlich auf die triffst. Aber du hast natürlich auch einen anderen Blick darauf, weil du ja auch Ähnliches erlebt hast. Genau. Deine Mutter ist inzwischen in Deutschland. Nazar ist inzwischen 2 Jahre alt. Ja, ich schon Deutsch. Nein, natürlich. Er geht auch in eine deutsche Kita, ne? Ja. Guck mal, wir sind doch der WDR. Guck mal. Das ist auf jeden Fall für den Nazar, dass er ein schönes Weihnachten in Deutschland feiern kann. Danke dir. Natalia, ich hab noch eine kurze Frage. Du bist jetzt auch mit deinem Sohn natürlich hier in Deutschland, der wird nächstes Jahr 18. Wie ist euer Plan? Bleibt ihr erstmal hier? Wollt ihr unbedingt zurück in die Ukraine? Wie ist euer Zukunftsgedanke? Wir waren sehr lange im Spagat. Es war nicht einfach. Mein älterer Sohn ist jetzt in der Ukraine. Meine Freunde, mein ganzes Leben ist dort. Ich hatte ein schönes Leben dort. Und hier hatte ich so viele Herausforderungen und ich habe so viel gelitten, dass ich natürlich in die Ukraine zurückgewollt habe. Aber solange die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird, gibt es keine Sicherheiten. Alles, was die Russen sagen, ist Lüge. Und das heißt, wenn der Krieg morgen zu Ende ist, das bedeutet nicht, dass übermorgen die Russen wieder nicht angreifen. Das heißt, du hättest gar kein Sicherheitsgefühl. Keiner kann was sagen. Ich bin im Verein Ukrainer in Bonn e.V. tätig und wir haben eine umfangreiche Studie gemacht, Befragung, keine Studie. Und wir haben die Leute gefragt, ob sie in Deutschland bleiben. Es gibt keine eindeutige Antwort. Je länger wir hier bleiben, desto mehr wir einwurzeln. Und das ist gut so. Ja. Das ist gut so für Deutschland, weil wir das Wertvollste hierher gebracht haben, unsere Kinder. Ja, das ist so. Ja. Natalia Klotschan, ich danke, dass du heute hier bist. Natalia, und vor allem, dass wir den Eindruck bekommen konnten, was wirklich Frauen und Mütter in solchen Situationen auch durchmachen. Danke, dass du das hier so erzählt hast und dass du diese Leidenschaft hast. Vielen Dank, dass du heute da bist. Danke. Ich kann an der Stelle auch gerne nochmal unsere Spenden-Hotline, Sie merken, wie wichtig es ist, Frauen und Mütter zu unterstützen. 0180 22 822, das ist unsere Spenden-Hotline. WDR.de, der Westen hilft, Sie wissen Bescheid. Wir haben jetzt auch eine Frau bei uns, die auch Mutter ist, aber auch eine ganz wunderbare Sängerin. Wir werden gleich noch mit Patricia Kelly sprechen natürlich. Wir hören jetzt von ihr Love Found Me und am Piano ist Sebastian Skobel auch. Herzlich willkommen, Sebastian. Patricia Kelly. Like an animal, I never thought
this will be true. I never thought I would break into. I could never imagine this. Love found me at my lowest. Love found me in my pain. And love led me out of darkness. Just stay true. And love. Patricia Kelly und Sebastian Strobel. Patricia, du hast ja das Thema Mutterschaft, Muttersein heute sehr unterschiedlich hier besetzt. Denn dein Sohn Iggy lebt mit seiner Freundin bei euch unter einem Dach. Und jetzt kommt natürlich... Wartet ganz kurz, Patricia hat noch kein Mikrofon. Komm ruhig ran. Es nützt, ach, das Mikrofon, es nützt ja nichts. Guck mal. Es nützt ja nichts, weil wir nichts hören, macht es ja keinen Sinn. Ich dachte, das Mikrofon würde... Ja, stimmt. Da war noch was. Das ist ja live. Alles. Nein, das ist alles gut. Sehen Sie, das ist, genau, das ist das Schöne am Live-Fernsehen, bevor wir hier jetzt in Gebärdensprache weitermachen müssen. Ein Applaus das lässt für die Leute hinter der Bühne. So. Schnell gelöst. Richtig. Dafür haben wir einen Profi im Haus, dass sie das erkennt. Das ist das, da Gute, das ist das Gute an der ganzen Sache. Also du bist auch als Schwiegermutter aktiv bei euch im Haus. Und jetzt natürlich die Frage, wie gut bist du als Schwiegermutter und warum ist es falsch, dich das zu fragen? Oh Gott, ich bin noch nicht, also die sind noch nicht verheiratet. Ja, aber gefühlt. Aber 5 Jahre zusammen, die sind wirklich bei The Voice Kids, haben sich kennengelernt. Die waren, glaube ich, zarte 15, 16. Ist auch lustig, ne? Dass natürlich eine Frau aus der Showbranche, natürlich ist die Schwiegertochter, hat man sich bei The Voice Kids kennengelernt. War nicht geplant. Ich wollte eigentlich nicht, dass mein Sohn Musik macht, aber Iggy hat sich durchgesetzt. Und also es ist schön. Es ist ein Kompliment für mich, weil die waren zwischendurch eine eigene Wohnung, selbstständig, und die sind sehr groß für ihren Alter. Die sind beide erst 20. Aber kochen, entschuldige, putzen, bitte ganz kurz, wollte ich gerade sagen, wodurch definiert sich groß für ihr Alter mit 20? So, nein, ich meine mature auf Englisch. Also reif. Reif, danke schön, danke. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, genau. Und von daher, also die kochen, die putzen selbst und die sorgen für alles. Also die machen ihre eigenen Arzttermine. Also ich finde das schon toll. Die machen ihre eigenen Arzttermine. Toll, das sind gute Nachrichten. Also jedenfalls, es ehrt mich, weil ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit Iske. Und das ist eine große Ehre. Wir haben oben natürlich eine eigene Tür gemacht. Das heißt, sie können auch abschließen.
und die haben ihre eigene Küche. Sebastian schreibt dir schon die ganze Zeit mit. Ja. Ich weiß nicht, deine älteste Tochter ist 18. Ne? 18. Ja, ja. Also du weißt, selbstständig Arztbesuch. Okay. Sie wird auch bald mit. Und führen Abschluss. Ah, okay, mature. Ja, genau. Also du kommst nicht ab und zu mal mit Orangensaft und Keksen vorbei und sagst so, wie geht's euch denn doch, so rum? Ich lasse Geschenke in der Treppe. Ah ja. Ich respektiere deren Raum. Mhm. Und obwohl es jemand sagt, komm doch rein, sag nein. Also ich... Ja. Grenzen sind wichtig und gesund. Ja. Ich komme aus einer Großfamilie und wir hatten oft nicht so viel Platz in einem Bus. Wo man hörte davon, dass du aus einer Großfamilie bist. Aber wir sind alle groß geworden, das sage ich dir. Ja, wirklich? Jeder Kelly heute arbeitet hart, ist erfolgreich, geht's gut und das ist für mich super dankbar. Mhm. Ja. Ja. Du hast es schon angesprochen, ihr kommt aus einer großen Familie. Es ist aber so, dass dieser großen Familie das weibliche Oberhaupt irgendwann verloren gegangen ist, 1982. Da warst du gerade 12, knapp 13. Ja. Was hat das für dich bedeutet? Was hat das für euch bedeutet? Ja, Mama ist an Brustkrebs erkrankt. Auf der Höhepunkt von unseren ersten Erfolgen. Das erste Kelly Family Hit war in 1979. Mhm. Anke kennen wir von dieser Zeit tatsächlich. Wir kennen uns über 40 Jahre. Ja, genau. Das muss man vielleicht für das Publikum kurz aufklären. Also du warst Moderatorin bei Radio Television Luxemburg. Korrekt. Und im Jahr 79 war ich eine der Moderatorinnen eines täglichen Programms während der Funkausstellung. Genau. Und haben wir uns kennengelernt. Spiel Express hieß das. Ja. Haben wir uns kennengelernt und das war sehr magisch, weil ich natürlich, ich bin ein bisschen älter als Patricia, weil wir aber sofort so eine Verbindung hatten. Da waren zwei kleine Mädchen, die irgendwie im Rampenlicht waren und wir haben uns da beide nichts draus gemacht. Wir fanden Musik interessanter, ich bin mit dem Skateboard da rumgefahren und das ist eigentlich bis heute so. Du bist auf das Skateboard, nehme ich an. Genau. Ich fahre immer noch Skateboard. Wirklich? Ja, aber nicht öffentlich, weil das albern ist. Aber Ja, aber zurückzukommen, also Anke kennt diese Zeit, 79, da waren wir wirklich auf dem Höhepunkt, da gab es Angebote aus der ganzen Welt. Aber es ist interessant, weil entschuldige bitte kurz, weil das Publikum immer das Gefühl hat, dass ihr so Anfang der 90er, dann seid ihr so in unseren Kosmos eingetreten, was ist halt einfach nicht wahr. Ja, vielleicht warst du noch nicht geboren, mein Lieber. Ja, ich bin ja blutjung, das weiß man, ich bin fast noch ein Embryo. Nein, aber das ist in der Tat so. Die jungen Leute denken das und tatsächlich war das nicht so. Warum ich das sage, ist, dass in dieser Zeit, wo alles plötzlich super ging, erkrankte Mama. Ja. So, das hat keine erwartet und sie war schwanger zu der Zeit. Das heißt, Angelo wurde geboren und sie starb 8 Monate später. Mhm. So, und da war ich knapp, also 2 Wochen später wurde ich 13. Und es war eine extrem, also eine dramatische Zeit. Weil bis dato hatte ich eine heile Welt, sage ich mal. Und wir hatten plötzlich kein Geld mehr. Mhm. Wir hatten ein Haus in Spanien, aber das war's. Und das Licht ging buchstäblich aus. Ja. Also wir hatten kein Geld, die Stromrechnung zu zahlen, Lebensmittel. Und das Dorf, denn Dorf hat für uns die Stromrechnung bezahlt, haben Körbe vor der Tür gestellt, wirklich anonym mit Lebensmitteln. Und es ist so, dass meine Schwester Kathy, die 9 Jahre älter ist, und ich haben alles gemacht. Papa fiel in der Depression und ertrank. Und die Kinder waren 8 Monate, 2, 4, 6. So, und wir waren die Mütter. Wir haben alles gemacht, geputzt, gekocht. Und wir sind noch tagsüber in der kalten Straße gegangen, um überhaupt ein paar Groschen zu verdienen. Und das ist jetzt nicht übertrieben, so sagen, es gab Tage, wo wir wussten nicht, ob wir alles bezahlen können, also was das Nötigste. Das ist auch über die Mutter auch gleich mit weggebrochen. Wie bitte? Das ist über die Mutter auch gleich mit weggebrochen. Ja, es ist ja so, das letzte Jahr, wo sie krank war, es war ein Schock. Mein Vater war in Schock, der hat es gar nicht geglaubt. Er hat immer geglaubt, da kommt ein Wunder und das kann man sich auch schlecht vorstellen, wenn das alles so funktioniert. Ja. Und Mama war gesund und die Kinder waren da und plötzlich war das alles weg und wir sind nach Paris gegangen und den ersten Winter... Warum seid ihr nach Paris gegangen? Weil wir haben gedacht, es war sehr kalt und im Winter könnten wir in der Metro singen. Okay. Das ist nicht ganz so kalt. Es hat gezogen, aber es war nicht eisig. Mhm. Und dort haben wir den ersten Winter gesungen und die ersten Monate nach Mamas Tod konnten wir nicht die 3 Hotelzimmern in einen Hinterhof bezahlen. Das ist das, was ich erinnere von Mamas Tod.
Aber in dieser Zeit, das ist jetzt nicht ungelogen, in dieser Zeit entstand ein absolut crazy dream, eine Vision. Jeder Psycholog würde sagen, die Kinder versuchen da so eine Fantasiewelt aufzubauen, um da durchzukommen. Und da entstand in der Metro von Paris, eines Tages werden wir ein Stadion voller Menschen füllen. Okay. Und das hat uns getrieben und die Menschen, die uns supportet haben. Und 10 Jahre später haben wir im 96 6 Stadions zwischen 60.000 und 80.000 Menschen gefüllt. Und ihr seid so... Aber ja. Und an dieser Stelle, wir sind bekannt in ganz Europa und manche Teilen von Asien und so, aber an dieser Stelle möchte ich auch das Deutschland danken für diesen unglaublichen Geschenk. Deutschland hat uns immer geholfen, unterstützt und heute noch, also Mutter Teresa hat eins gesagt, wäre es nicht für Deutschland und die Spenden, die aus Deutschland im Dezember kommen, würde halb Indien schon nicht leben. Mhm. Und ich glaube, dass an dieser Stelle möchte ich auch sagen, danke an das deutsche Publikum, also an das deutsche, an die Menschen aus Deutschland, die so fleißig spenden, jeden Dezember. Und ja. Da möchte ich also auch speziell unser Publikum natürlich animieren, den guten Ruf Deutschlands zu bewahren. Der Westen hilft, Sie haben es gehört. Du hast gerade über Weihnachten gesprochen. Du bist ja ein richtiges Zelebrationsmonster, muss man sagen, oder? Also was heißt Zelebrations? Also ich liebe es, meine Eltern waren amerikanisch-irisch und dieser American Christmas war sehr zu Hause geprägt. Und, aber auch, sie waren auch christlich, das heißt, die christlichen Werte wurden sehr gelebt. Also ich kann mich sehr gut erinnern, zum Beispiel, also nicht nur zu Weihnachten, sondern wir hatten immer Charity-Aktionen, heute noch, die meisten Kellys. Also zu Weihnachten wurde immer besucht ein Kinderheim. Auch in diesem Winter, als Mama starb, besuchten wir ein Kinderheim. Wir hatten nichts selber. Und das sind die Messages, die unsere Eltern uns weitergegeben haben. Und das versuche ich mit meinen Kindern. Sie sind auch aktiv in Charity-Geschichten. Und wir gehen fast jedes Weihnachten zu den Mutter-Theresa-Schwestern und helfen die Obdachlosen mit der Tafel und so weiter oder abwaschen und so weiter. Also meine Damen und Herren, wenn Sie sich jetzt nicht animiert fühlen, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Patricia Kelly, vielen Dank. Dankeschön. Ja, auch wieder ein Wahnsinnsbeispiel, was Frauen da zum Teil managen müssen, wenn das Leben irgendwie abbiegt. Toll, dass du heute hier bist, dass du uns auch deine Geschichte erzählt hast. Eine Ehre, danke. Und bei uns ist ein Mann, der Botschafter ist für das Bündnis Aktion Deutschland hilft und natürlich auch der Bergretter, gerade wieder ganz erfolgreich zu sehen. Sebastian Ströbel ist bei uns. Schön, dass du da bist, Sebastian. Das ist ja wirklich ein irres Projekt, diese Bergretter, ne? 15. Staffel, seit fast 10 Jahren, glaube ich, bist du die Hauptrolle da. Ja, genau, nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist es soweit, kleines Jubiläum oder großes Jubiläum schon für dich. Das läuft ja wieder wie geschnitten Brot, alle sind begeistert und schauen. Du machst ja fast alles da wirklich selber, egal in welcher Wand du da hängst und so weiter. Gibt es einen Stunt für dich, wo du sagst, das würde ich gerne noch machen. Da habe ich noch nicht gehangen, da bin ich noch nicht runter oder rauf. Ja, es wird schwierig. So langsam, so nach 9 Jahren, gehen dann da die Locations aus so ein bisschen. Wir versuchen ja wirklich immer alles unter einen Hut zu bringen. Wir sind wirklich in der Luft, in den Höhlen, in Wasser, in der Felswand und so, im Schnee, Lawinen. Also eigentlich nichts, was es Outdoor nicht gibt irgendwie. Und wir müssen uns ja auch jedes Jahr was Neues überlegen oder die genialen Köpfe dahinter. Nee, also ich bin eigentlich relativ saturiert, wie man dazu sagen würde. Und, aber ich bin immer gespannt, was dann kommt. Und dann lese ich dann immer die Drehbücher und denke, okay, das ist sportlich. Schauen wir mal, wie wir es machen. Und das ist dann meistens auch so, wie es drinsteht. Also, Also wie gesagt, du machst ganz vieles selber. In dieser Staffel gab es eine Neuerung, die hatte nichts mit dem Seil zu tun. Da war Heidi Klum im Spiel. Ja, das werden wir gleich auf jeden Fall mal sehen. Du bist total umtriebig, deswegen schauen wir gleich mal auf so ein Gesamtpaket, was du gerade machst. Gibt demnächst eine zweiteilige Doku von dir, hast du für Terra X gedreht, warst du in den Bergen unterwegs. Du bist der Bergretter und Heidi, alles. Schauen wir uns das alles auf einmal an. Also, du schaffst das alles. Mit dem Knüppel drauf schlage, euren verwischt immer. Sebastian, erste Seillänge. Jawohl.
Wir haben einen Einsatz. Vorsicht, da kommt was runter! Muss jetzt nicht holen, verlieren wir vielleicht beide. Der Kaiser steht hier. Scheiße, ich hab das auch noch nicht gemacht. Ich hab ihn! Scheiße! Vorsicht, guck an! Ja. War das jetzt Heidi Klum? Ja, das war Heidi Klum. Ja. Jetzt müssen alle anderen raten, was da von Doku war und was da von Bergretter genau, ist. Also Anke ist also völlig geschockt, dass unsere Heidi Klum in Todesgefahr ist. Nein, ich kenne das nicht. The real Heidi Klum war das. Ja, erstmal muss ich ja raffen, dass es... Ja, was ist jetzt Doku und was? Ich habe das genau nicht verstanden. Also, das ist ein absolut berechtigter Einwand. Ja, der Anfang, war alles Doku, ja, wo ich die Wand, das war die Wildspitze, genau, der zweithöchste Berg in Österreich. Und, das ist die Heidi. Das ist die Heidi, die hat bei den Bergrettern mitgespielt. Aber warum ist die da? Pass auf, die hat bei den Bergrettern mitgespielt. Weil sie einfach mega Bergretter-Fan ist, richtig? Aber es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr Fans. Das ist genau, es gibt eine berechtigte Frage. Ich komme mir gerade vor wie der Christoph an eurem ersten Treffen, wo du so diese Fragen stellst, ja, ja, wo man sich so total... Ich muss ja nur verstehen, damit ich auch berechtigt klatschen kann. Sonst Heidi, ja, denkst du, ja, sie wurde nicht bei Terra X die Felswand runtergeschubst. Also das können wir jetzt auf jeden Fall mal klären. Also, erzähl es einfach selber, Sebastian. Aber ihr habt doch super Quoten. Ja. Also man muss ja... Es war eine Gastrolle. Einfach nur eine Gastrolle. Ja, aber dabei. Nein, aber sie hat ja so viel gespendet, um da mitmachen zu dürfen. Stimmt, Sebastian? Sie hat ihre Gage gespendet, tatsächlich. So, ja. So. Dann ist es für mich jetzt klatschig. So. Das ist super. Jetzt aber, um nochmal auf diesen Dreh zu kommen. Ich nehme an, Sie hatten nicht alle Stunts selber gemacht. Aber wie war es denn mit Heidi in den Bergen? Man kennt das ja nur aus anderen Zusammenhängen. Super, sehr, sehr professionell und sehr, die war super gut vorbereitet und hat das richtig ernst genommen. Die ist tatsächlich ein Riesenfan gewesen und das hatte sich ja dann mehr oder weniger durch Zufall ergeben, dass sie dann mitgemacht hatte. Und, war die gerade zufällig in der Gegend oder was? Nee. Es war ja so, dass sie, ich hatte mitbekommen, dass die Kaulitz-Brüder in einem Podcast über die Bergretter geschwärmt haben und dass die Riesenfans wären und dass sie in der Corona-Zeit dann eben Heidi und der Tom Riesenfans geworden seien. Und dann haben die noch mal in ein paar anderen Podcast-Folgen auch so darüber gesprochen. Und dann habe ich über Instagram ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dann kommt uns doch mal besuchen in der Ramsau. So, das war so ein. Und dann hat sie sich tatsächlich bei mir gemeldet und hat gefragt, ob sie mitspielen könnte. Und dann habe ich das weitergegeben ans ZDF und an die Produktion und zack, war sie da. Zack, war sie dabei, hat einen großen Spaß dran gehabt und hat dem Bergretter ja nicht geschadet. Wie gesagt, ihr seid sehr erfolgreich unterwegs. Jetzt kommen wir zur Doku, Anke. Mir ging es mit dem Film genauso. Du bist nicht alleine, der ist vielleicht ein bisschen zusammengeklebt, dass es einen verwirrt. Ja, es wird aber ja Stunts geben, die du nicht machst oder also fast alles machst du, ne? Wann sagst du nein? Also es ist wenig tatsächlich. Also es gibt, ich aber hast du, bevor du da eingestiegen bist, das alles schon... Nee, ich habe das dann währenddessen. Nein, aber hat man auch deswegen dich da besetzt, weil bekannt war, dass du sowohl gut klettern kannst oder dass du sportiv bist? Und ja, das Klettern kam dann erst eigentlich mit der Zeit dann dazu. Aber ich habe natürlich in der Rollenvorbereitung dann Klettertraining gemacht und mich damit auseinandergesetzt und habe vorher auch schon Formate gemacht und relativ viel Action-Sachen auch. Aber das war eigentlich primär eher so auch mit Auto-Action und Springen und Hechten und was weiß ich und auch am Häusern rumklettern und springen. Aber dieses Berg war nochmal, das war für mich so der Kick, warum ich dann auch gesagt habe, das interessiert mich total. Wow. Und, und natürlich ist das ein großer Teil, diese Körperlichkeit, auch als Schauspieler, die ich wahnsinnig spannend finde, diese Körperlichkeit zu nutzen. Und es gibt nicht so wahnsinnig viele Formate, wo man sich auch so austoben kann, wie das da ist. Und da ist einfach ein mega geiles Team da unten. Und wir versuchen da halt jedes Jahr was auf die Beine zu stellen und den Menschen ein Stück Eskapismus zu bieten und auch mal
mal so ein bisschen, ja, wie gesagt, eine Flucht von allem, was um einen herum passiert und trotzdem aber mit einem guten Anspruch. Und wir haben es echt geschafft, jetzt über die Jahre uns ein echt so ein High-Quality-Format zurechtzuschustern. Und die Action macht mega Spaß. Ich meine, das ist. Du hast offensichtlich noch nicht genug, denn du hast diese Doku, über die wir ja auch sprechen wollen, ja. Zwei Teile, eine Alpenüberquerung. Mhm. Die du da gemacht hast, und da hast du auch wirklich alles selber gemacht. Ich habe mir ein paar größere Ausschnitte davon angeguckt und habe eigentlich die ganze Zeit gefroren tatsächlich. Also es war unglaublich kalt schon beim Zugucken. Ihr habt zum Teil auch wirklich draußen bei minus 18, minus 20 Grad. Das war dann so der Anfang, da ging es dann los. Das war auf dem Dachstein oben, haben wir eine Notbiwak, nicht simuliert, sondern haben das gemacht, habe ich zusammen mit dem Hans Honold gemacht, das ist ein Alpinist, und dann haben wir eine Höhle im Schnee gegraben und haben da übernachtet, und zwar erstmal ohne Schutzkleidung, also nur mit dem, als ob man in Not geraten würde. Und das war halt schon, als wir angefangen haben, minus 15, minus 16 Grad dann, und mit Wind hat man gleich minus 20, minus 22, und dann, wenn die Sonne weggeht und das Licht, dann bist du schnell bei minus 25, bei minus 30 Grad. Und dann haben wir da in diesem Schneeloch da übernachtet. Und ich habe das dann so lange, mein Anspruch war, um das nochmal zu sagen, für diese ganze Dokumentation oder Reportage, dass ich gesagt habe, ich will das für den Zuschauer erleben. Also ich wollte selber Grenzen austesten, ich wollte selber sehen, was das mit mir macht. Und ich wollte jetzt nicht hingehen und irgendwelche Moderationen aufsetzen und aufsagen, sondern ich wollte das wirklich auch erleben. Und mal fernab von der Bergretter-Realität, wo man dann als Schauspieler immer ein wärmes Deckchen bekommt. Und bei uns ist es trotzdem doch ungemütlich genug, aber man wird dann in weiche Tücher gebettet. Und da ist es eben, da gibt es kein Backup und kein Rettungsseil. Und genau, und dann haben wir da diese Übernachtung in der Höhle zum Beispiel gemacht und mussten dann auch irgendwann abbrechen, weil es einfach... Hat tatsächlich, ja. Also ich habe da drin übernachtet, aber ja. Wir haben dann noch eine Hilfe, wir mussten einen Schlafsack noch dazu holen, weil das ist, wie gesagt, das ist irgendwann, wenn das Material versagt und du nicht gut genug ausgerüstet bist, dann kann es schnell lebensgefährlich werden. Also das ist noch etwas, was dich gereizt hat, auch noch zu tun. Du bist... Wurde mir gesagt, wirklich ein Frischluftfanatiker. Was passiert, wenn du nicht rauskommst, wenn der Junge nicht an die Luft kann? Wenn ich nicht an die Luft komme, dann werde ich schon sehr ungemütlich. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob das schon immer so war, aber mittlerweile durch die, wie gesagt, dass ich jetzt seit 9 Jahren da, ist es ein Teil meines Lebens und ein wichtiger Teil. Und ich liebe es, in der Natur zu sein und für mich zu sein und die Natur zu spüren. Und das ist für mich Lebenselixier. Und wenn ich nicht rauskomme, kann ich extrem ich werde auf jeden Fall echt ungeduldig und irgendwie bin ich nicht ausgeglichen. Ja, dann schicken dich die Mädels raus. Vier Frauen, also vier Kinder zu Hause und eine Frau. Da muss der Junge dann mal raus, damit er hibbelig wird. Ja, unbedingt. Das ist ja nicht deine einzige Leidenschaft, die Berge. Du bist auch jemand, der... Ja, Haltung hat, der Meinung sagt, der aber sich auch einsetzt. Ich habe es eben schon gesagt, du bist Botschafter für die Aktion Deutschland hilft. Wie bist du dazu gekommen? Warum hast du gesagt, das ist was, wir haben es ja gerade schon bei Anke gehört, es ist ja auch oft, dass man wirklich nach außen tritt, sein Gesicht, seinen Namen ja auch gibt für ein Projekt. Warum ist es bei dir die Entscheidung dafür gewesen? Weil ich ganz klar sage, dass das, wie Anke auch schon gesagt hat, das ist ein großes Privileg, was du auch gesagt hast, Malte, dass man ein großes Privileg hat, was man leben darf und dass es einem gut geht. Und das weiterzugeben und da was zurückzugeben, ist, finde ich, die Pflicht von jedem, dem es irgendwie besser auch geht. Oder es kann jeder Mensch, und das ist jetzt natürlich ein großes Ding, dieses Aktion Deutschland hilft, das ist ja wahnsinnig breit gefächert, ein riesig großes Thema. Genauso gut kann man eben auch viel regionaler auch gucken. Also ich finde, das ist mir eben auch sehr wichtig, dass ich sage, ich muss nicht immer ans andere Ende der Welt gucken, wenn ich um mich herum sehe, wie die Obdachlosen, wenn ich da Schildergasse oder sonst wo lang gehe und ich sehe die schlimmsten Sachen. Und es geht auch nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen oder so, sondern ich finde es wichtig, dass man das eben versucht, wenn man die Kraft hat, auch zu streuen und eben den Blick auch für die kleinen Dinge und für die kleinen Notlagen der Menschen zu behalten. Und was wir vorhin den Begriff der Bubble eben hatten, dieses Auseinanderdriften von allen Teilen. Wenn wir hier als Ganzes, als Gesellschaft instabil werden und uns nicht mehr zuhören, nicht mehr in die Begegnung gehen, uns nicht mehr anfassen und nicht mehr irgendwie uns fühlen, dann geht so eine Demokratie sehr, sehr schnell. Denn ich könnte heulen, als du gesagt hast, es ist Krieg. Ich habe dieses Gefühl, und obwohl ich so weit weg war, als ich in Deutschland war, als es passiert war,
das macht mich fertig, wenn du das, dieses Wort Krieg in Deutschland und diese und Not und Krieg ist halt überall. Aber wenn alle, die gut sind, aufhören zu glauben und sich irgendwie frustriert sind oder dann die Hände hochheben, das ist scheiße. Man muss immer alle weitermachen und sich die Hände reichen und als Gesellschaft zusammenhalten und dann eben helfen, wo es geht. Dieses, das Engagement, die Leidenschaft, die du so hast, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, kommt ein bisschen vom, von Seiten von deinem Vater, oder? Ihr habt dann, glaube ich, auch, du bist schon vom Elternhaus auch geprägt, das nicht so hinzunehmen, was um einen herum passiert. Absolut. Also Werte, natürlich, wo fängt es immer an? Es ist in der Familie, dass man Werte beibekommt, dass man sie beigebracht bekommt, dass man Zusammenhalt bekommt, dass man mit der Mutter, mit der Cousine, mit den Nichten, Neffen, Brüder, Schwestern, dass man da einfach zusammenhält und Werte vermittelt bekommt. Und dann erst kann man aus einer gefestigten Surrounding natürlich erst glücklich sein oder auch helfen und irgendwie Gutes tun. Und, oder dann ist es leichter, sagen wir es mal so. Und bei meinem Vater und meiner Mutter war das eben auch so, dass sie ständig uns Werte vermittelt haben. Es war immer Thema, dass man andere respektvoll behandelt. Das war immer, Politik war immer ein Thema, ganz wichtig. Geschichte wahnsinnig wichtig, das ist für mich auch etwas Wichtiges, weil ich diesen Blick in die Vergangenheit so wichtig finde, um eben zu begreifen, was gerade passiert und auch überhaupt dann die Zukunft gestalten zu können. Also so diesen Dreisprung und da war mein Vater maßgeblich beteiligt, der war auch SPD-Mitglied und das hat er praktisch wie meine Liebe zum ersten FC Nürnberg. Ich bin auch in der SPD und schöner Vergleich. Das habe ich auch nicht gemacht, um das habe ich auch, ich mache das alles auch, um meinen Kindern vorzuleben, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist und dass dieses, dass das alles keine Selbstverständlichkeit, auch Meinungsfreiheit, alles, was gerade so schnell wegbröckelt, das möchte ich vorleben. Und ich möchte, dass sie sehen, dass das etwas ist, wo man mitmachen muss und was Partizipieren bedeutet für alle. Und dass es auch mühsam ist und auch viel Respekt erfordert, eben auch für das, was die Politikerinnen und Politiker da jeden Tag leisten für uns in einer so schweren Zeit wie gerade. Und das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Nochmal, genau, mein Vater. Und ich war auch in Wuppertal, bin ich groß geworden, einige Jahre, und war auch eben auf einer Schule, die sehr, in einem sehr strukturschwachen Gebiet. Und das hat mich auch sehr geprägt. Also, weil ich, glaube ich, mit zwei, drei anderen der einzige Deutsche war da, also sozusagen der einzige Bio-Deutsche. Und das hat mich sehr geprägt, weil es einfach für mich so eine Natürlichkeit hatte. Und dieses, diese Begegnung zu schaffen, Orte zu treffen, Menschen zu kennenzulernen, andere Kulturen, alles, das ist eine Bereicherung. Das ist was Tolles, was Geiles. Und das, das macht Spaß. Und was man heute Abend auch merkt, ist, dass du zu Recht Botschafter bist, weil deine Botschaft kommt an. Und wir merken auch, dass du es an deine Kinder weitergeben wirst. Sebastian, es ist toll, dass du heute bei uns bist, als Botschafter für Aktion Deutschland hilft. Wir sprechen jetzt mit zwei Frauen über ein Thema, Sebastian, was dir auch nicht ganz fremd sein dürfte. Vierfach Vater bist du. Wir haben zwei Frauen bei uns zu Gast. Ich möchte herzlich willkommen sagen, Sarah Pützkoll und Marianne Zech vom Kölner Geburtshaus. Schön, dass ihr da seid. Sarah, du bist die Geschäftsführerin des Geburtshauses. Nimm gerne das Mikrofon schon mal an dich, damit wir dich gleich hören können. Ihr habt euch vorgenommen, eine ganz schöne Aktion. Ihr seid ein Geburtshaus, logischerweise bei euch gibt es Babys und ihr habt gesagt, im Dezember für jede Geburt gibt es eine Spende, wir packen noch was oben drauf. Wir wollen ein richtig schönes Paket schnüren und hier mitmachen bei der Westen hilft. Warum habt ihr euch für diese Aktion hier entschieden? Ja, wir konnten ja eben schon durch Anke und Christoph einiges erfahren über die Müttersterblichkeit und es bricht uns einfach das Herz, wenn wir das hören und wir wurden in den letzten 30 Jahren von so vielen Familien unterstützt und wir würden einfach gerne auch wenn es nicht immens viel ist, aber zumindest eine Kleinigkeit zurückgeben und auch einfach mal Danke sagen. Danke an euch, dass ihr über diese wichtigen Projekte informiert und es in die Welt streut, weil die Leute müssen einfach darüber erfahren und es ist einfach nicht egal, wie wir geboren werden und genau, wir schaffen bei uns in Köln-Ehrenfeld für zumindest einige Kölner Frauen einen sicheren Ort, aber diesen sicheren Ort müssen einfach viel mehr Frauen haben. Mhm. Ja. Und deswegen wollen wir euch unterstützen. Das ist das, wenn man
selber Mama ist zum Beispiel, dann weiß man, was es für ein Glück auch ist, für ein Geschenk ist, dass man in Deutschland sein Kind zur Welt bringen kann. Mariana, du bist als Hebamme ja auch viel unterwegs gewesen, unter anderem in Afrika. Nur, dass wir mal so ein kleines Gefühl dafür kriegen, Anke hat es eben auch schon so beschrieben, was die Sterblichkeit angeht. Aber bei der Geburt und drumherum, was fehlt den Frauen, den werdenden Müttern da eigentlich? Was ist das für eine Situation? Ja, natürlich ist eine Frau, die in einem afrikanischen Land ein Kind bekommt, in einer ganz anderen Situation als eine Frau, die wir hier im Kölner Geburtshaus betreuen. Da mangelt es an den einfachsten Sachen, also warmes Wasser, ein sauberes Tuch, in das das Kind nach der Geburt gewickelt werden kann, Fachpersonal, die Mütter betreuen, also ne, was ja auch dann mit der Müttersterblichkeit zusammenhängt. Wie ist das mit dem Dinge, mit diesem, die für uns selbstverständlich sind? Mit diesem Sicherheitsgefühl, wir haben es ja auch noch mal gehört, dass man sich, ne, das hatte Jan Malte gerade gesagt, dass man sich so ein bisschen zurückziehen kann. Diese Möglichkeiten gibt es für viele Frauen, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, tatsächlich nicht. Also ja, so wie wir hier im Kölner Geburtshaus Geburtshilfe begleiten, also natürlich ist da Sicherheit, zum Beispiel 1:1 Betreuung durch eine vertraute Hebamme, ein ganz anderes Gefühl als eine Frau, die auf der Flucht ist und ja, nicht weiß, wo kann ich mein Kind zur Welt bringen, oder eine Frau in Sierra Leone, die gar keine hygienischen Standards hat. Also das, ja. Toll, dass ihr euch beteiligt, dass ihr natürlich hier in Köln die Frauen toll versorgt, aber dass ihr auch ein großes Herz habt für die Mütter in Not, für die auch wir heute Abend hier im Einsatz sind. Danke, dass ihr hier seid. Danke für eure Spende. Ganz toll. Und an der Stelle können wir auch ruhig noch mal die Spendennummer nennen. Ja. 0180 22 822. Und jede Spende, noch so klein, ist uns natürlich sehr willkommen. So ist es. Afghanistan, Syrien oder Somalia, Gegenden, die wir im Blick haben, wenn sie in der Tagesschau auftauchen, nur um dann für uns wieder zu verschwinden bis zur nächsten Katastrophe. Eine Frau, die weiß, wie es dort aussieht, das ist sie. Sie ist Referentin für Nothilfekommunikation bei CARE. Sarah Easter, herzlich willkommen. Zunächst müssen wir noch mal erklären, was macht CARE genau? Also CARE ist eine humanitäre Hilfsorganisation, die sich insbesondere für Frauen und Mädchen weltweit einsetzt. Also wir sind in über 100 Ländern aktiv und wir machen da Nothilfe. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Naturkatastrophe war oder in Konflikten, dann helfen wir den Frauen, Mädchen, aber natürlich auch Männern mit Nothilfe, mit Lebensmittelpaketen. Also man kennt uns vielleicht von den historischen CARE-Paketen. Ja, natürlich. Ja. Genau. Und heute hat sich das natürlich ein bisschen weiterentwickelt. Genau. Jetzt ist es dann auch noch, dass man Müttern hilft, dass wir aber auch natürlich gegen die Klimaveränderung vorgehen, also sehr viele Projekte weltweit haben. Also ihr schickt nicht nur Pakete, sondern ihr seid dort vor Ort. Ganz genau, ja. Du bist Referentin für Nothilfekommunikation. Was müssen wir uns unter dieser Jobbeschreibung vorstellen? Also ich reise mit CARE in unsere Projekte. Das sind dann Krisengebiete, Konfliktgebiete, und ich spreche da mit unseren Projektteilnehmenden und versuche dann, was auch viele hier auch gesagt haben, da ein Gesicht zu geben. Ja. Hinter diesen großen Zahlen, die man da immer hört, also wenn man da hört, so 260 Millionen Menschen sind von Hunger betroffen, das sind alle Menschen in Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich zusammen, weil wer ist diese Person dahinter? Und das ist meine Aufgabe, da ein Gesicht zu geben, mit diesen Menschen zu sprechen, erstmal auch einen Überblick über die humanitäre Situation zu geben, was wird überhaupt gebraucht, wie leben diese Menschen, und dafür dann Aufmerksamkeit zu bekommen, dass solche Krisen einfach nicht in Vergessenheit geraten, sondern dass die Menschen da Hilfe benötigen. Was ja mit auch das größte Problem ist, die Aufmerksamkeitsökonomie. Man hat kurz Interesse an einer Region und dann hat man es halt wieder vergessen. Also wer auch immer Mann ist, aber für die meisten Deutschen gilt das wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Wir haben ein bisschen Bildmaterial, denn du hast das für uns zusammengetragen. Wir schauen mal rein, in welchen Regionen du unter anderem aktiv bist. Thank you.
Die letzten Bilder waren aus der Türkei. Es werden sich einige noch erinnern. Im März diesen Jahres gab es ein gewaltiges Erdbeben. Hat ganz viele Menschen bewegt. Jetzt zum Ende des Jahres haben ganz viele Menschen das auch schon wieder vergessen. Du nicht, du bist da gewesen. Was für eine Situation hast du da vorgefunden? Also ich war genau 6 Monate später dann da. Und wie du auch sagtest, es ist vergessen eigentlich schon. Also mein Eindruck ist vermutlich nicht falsch, oder? Ja, ganz genau. Also ich habe ja auch mit Elchen, die man auch in dem Video sehen konnte, gesprochen. Ja. Und sie hat dann auch gesagt, das Erdbeben ist für sie nicht vorbei. Sie leben immer noch in Containern, ja. Sie leben in Zelten, sie haben alles verloren. Da sind ganze Städte, die zusammengebrochen sind, da ist nichts mehr dort. Elchin war auch die Frau aus dem Video und das ist auch, die sehen wir hier auch. Ganz genau, ja, genau, das ist ja. Elchin. Und sie hat halt gesagt, ja, das Erdbeben ist für sie nicht vorbei. Also sie brauchen immer noch humanitäre Hilfe, weil es sind ja auch Apotheken zusammengebrochen. Die Ärzte haben ihre keine Krankenhäuser, es gibt keine Geschäfte mehr. Es dauert erstmal sowas wieder aufzubauen. Und die Spendenbereitschaft war riesengroß nach dem Erdbeben, aber die brauchen immer noch Hilfe. Also es ist natürlich eine langfristige Hilfe, die da benötigt wird und auch eine psychologische Hilfe, die zum Beispiel jetzt auch jemand wie Elchin dann benötigt. Wie ist es überhaupt zu leisten, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen? Wenn wir jetzt mal bei dem konkreten Beispiel der Türkei und Teile Syriens bleiben, wie geht das? Also wir haben ja unsere Mitarbeiter vor Ort, die da die ganze Zeit arbeiten und natürlich dann den Überblick haben und die haben die Expertise, an denen ich mich dann natürlich dann auch mit denen bekomme, diese Expertise und einen Überblick zu verschaffen, ist natürlich einfach mit den Menschen darüber zu sprechen. Mhm. Also es ist immer sehr schwierig, natürlich muss man sich auch erstmal annähern und die Personen müssen auch erstmal den Mut fassen, ihre Geschichten mit mir auch zu teilen. Also das ist auch immer ein ganz großes Privileg für mich, dass ich halt diese Geschichten hören darf, dass ich da diese dann auch teilen darf und in die Welt raustragen kann. Also als Beispiel jetzt auch Elchin, sie war 4 Tage lang unter dem Haus verschüttet. Sie hat dabei ihre Familie verloren, nur ihr Vater hat noch überlebt. Und sie hat ihre Tochter, ihre 8-jährige Tochter verloren, die ist in ihren Armen gestorben und in den ersten 12 Stunden. Und sie lag dann noch 4 weitere Tage. Bis dass sie gefunden wurde. Und erstmal auch diesen Mut zu fassen, sowas zu teilen, diese Geschichte zu teilen mit mir. Und da auch Vertrauen zu fassen, dass, wenn man diese Geschichte dann erzählt, dass sie ja dadurch auch Aufmerksamkeit für die Situation der ganz vielen Menschen, die in der Türkei immer noch in Containern leben, da auch die Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, dass da Hilfe immer noch benötigt wird. Und Hilfe zu leisten, wird einem ja mitunter auch sehr erschwert. Also wenn wir uns vorstellen, du bist ja oder ihr seid ja auch in Afghanistan zum Beispiel tätig. Also wie ist es möglich, Frauen und Müttern Hilfe zu leisten in einer Region, in der Frauen nichts gelten? Es ist sehr schwierig, also es ist wirklich auch ein Balanceakt. Also wir sind da natürlich schon sehr viele Jahre tätig und da muss man natürlich dann den Strukturen, die da gegeben sind, ist sehr limitierend für uns. Wir würden da natürlich auch gerne mehr machen, aber wir nehmen dann das, was wir kriegen können. Also zum Beispiel Mädchen, die nicht mehr zur Schule gehen können da, die bekommen dann von uns Trainings, dass sie dann wenigstens sich ein Taschengeld dazu verdienen können. Also zum Beispiel Nähkurse, wo sie dann auf dem Markt dann ihre Sachen verkaufen können. Und das ist sehr limitierend natürlich. Aber also, ihr helft dabei, Strukturen zu schaffen, ganz genau, dass diese Menschen sich dann auch letzten Endes auch selbst helfen können. Absolut, ja. Also das ist ja auch langfristig gesehen. Also die Menschen sollen sich natürlich selber helfen. Es hilft nicht, dass man da einfach nur ein Lebensmittelpaket hinschickt. Und morgen wissen sie dann immer noch nicht, wie sie sich ernähren sollen. Du hast ja viele Menschen, die dir ihre Geschichte erzählen, zum Beispiel Saru aus Somalia, die hast du kennengelernt in einem kenianischen Flüchtlingscamp. Da ist sie nicht mal eben so, sondern sie verbringt dort ihr gesamtes Leben. Ja, also sie ist 1992 in das Camp mit ihrer Familie geflohen aus Somalia, als der Krieg dort losging. Und da war sie 3 Jahre alt. Und jetzt ist sie 36 Jahre alt und hat selber 9 Kinder. Das jüngste, als ich da war, war 10 Tage alt. Mhm. Und die lebt dort und kennt nichts anderes. Sie ist dort zur Schule gegangen. Sie hat dort ihren Ehemann kennengelernt. Sie hat da geheiratet. Sie hat da 9 Kinder bekommen. Ja. Und das muss man sich vorstellen. Also das Camp ist so alt wie ich. Und während ich dann zur Schule ging, hier in Deutschland oder meine Universität,
Hilfsausbildung gemacht habe, war sie in diesem Flüchtlingscamp, steht jeden Monat an, um ihre Lebensmittelration zu bekommen. Aber ihre gesamte Welt findet statt innerhalb der Grenzen dieses Camps. Absolut. Und sie hat mir auch gesagt, ihr größter Traum ist es, einmal die moderne Welt nur zu sehen. Mhm. Nicht mal dort zu leben, ja, sondern nur zu sehen. Das war für mich absolut schockierend, das zu hören. Was ist die moderne Welt in Ihrer Definition? Was versteht sie unter einer modernen Welt? Alles, was nicht das Camp ist. Also quasi so außerhalb der Camp-Strukturen, außerhalb Somalias, das ist für sie dann die moderne Welt. Und ja, das möchte sie einfach nur sehen und dann ist sie schon zufrieden, weil sie quasi ja keine Zukunft mehr sieht in dem Camp, aber auch keine Zukunft für ihre Familie. Mhm. Und das ist immer sehr schwierig zu hören, sowas. Genau, du sagst, es ist sehr schwierig zu hören. Du bist sehr engagiert, du involvierst dich sehr stark, auch emotional. Wie viel nimmst du davon mit und inwieweit behindert es dich möglicherweise selber, ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen? Also ich würde schon sagen, dass ich ein glückliches, zufriedenes Leben führe, einfach dadurch, dass ich halt das Privileg habe, diesen Job machen zu dürfen. Ja. Also ich möchte auch nie wieder was anderes machen. Also das ist jetzt, da bin ich und da bleibe ich. Mhm. Und das Wichtige ist einfach, ich glaube, diese Geschichten zu hören, auch wenn sie schwer sind, es sind ja ihre Geschichten und ich bin nur diejenige, die sie halt mitnimmt. Und das motiviert mich einfach dadurch, meinen Job noch besser zu machen. Ja. Und das ist etwas, was ja für mich immer ein großartiger Wert auch einfach ist, dass ich das machen darf. Was gibt... Ja. Sind es so Geschichten wie das Mädchen aus Syrien, was dir Hoffnung gibt? Absolut. Also es war meine erste Reise, die ich mit Care gemacht habe. Da war ich in Jordanien und da sind ja sehr viele syrische Geflüchtete. Und da ist ein Mädchen, das ich getroffen habe, das dann durch eins unserer Projekte zurück zur Schule gehen konnte und ihren Traum dadurch erfüllen konnte, Architektin zu werden. Und ich so... Warum ausgerechnet Architektin? Ich meine, andere Mädchen wollen vielleicht Ärztin werden oder vielleicht zur Polizei oder sowas. Oder Heidi Klum. Ne? Oder Heidi Klum. Aber sie wollte Architektin werden und dann, den Satz werde ich nie vergessen, hat sie mir gesagt, sie möchte Architektin werden, um Syrien wieder aufzubauen. Mhm. Und das geht einfach ins Herz. Ja. Bei all dem, was du siehst, was du machst, was lässt dich persönlich auch auf Hoffnung schöpfen, dass all das, was du machst, nicht nur der Tropfen auf den heißen Stein ist? Also man sieht, wenn man in den Projekten unterwegs ist, wie auch kleine Spenden Großes bewegen können. Also ich habe mit einer älteren Dame zum Beispiel auch in Sambia gesprochen, die hat 400 Kwacha bekommen, das sind 15 Euro. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, was hast du denn mit dem Geld gemacht? Also sie hat ihr Haus aufgrund von den Fluten Anfang des Jahres verloren und habe dann gefragt, was sie mit dem Geld gemacht hat. Und sie hat dann erzählt, dass sie es immer noch hat und ganz klein in so eine Blechdose reingetan hat und sich aufbewahrt, weil sie damit ihr Haus wieder aufbauen möchte. Also 15 Euro haben ausgereicht dafür, dass sie dann wieder ein Zuhause hat. Und das macht einfach einen großen Unterschied. Fantastisch. Und ja, auch ein sehr gutes Beispiel dafür, und das ist ja letzten Endes das Thema dieser Sendung, dass halt eben auch kleine Spenden, kleine Beträge große Hilfe schaffen können, kleine Beträge. Der Begriff des Mikrokredites, den hätte ich gerne noch angesprochen, weil der mir immer wieder begegnet. Sarah Nuro hatte auch mal davon gesprochen in Äthiopien. Was hat es damit auf sich? Also das ist natürlich ja, so ein kleiner, also wir haben auch zum Beispiel sowas wie eine Kleinspargruppe, mhm, wo es dann auch Kredite gibt. Die können dann selber in diesen Gruppen zusammen sparen und geben sich selber Kredite. Mhm. Also können sich dann zum Beispiel davon eine Ziege kaufen und dann geht es weiter, dass sie ja erstmal vielleicht auch nur ein Hühnchen gekauft haben, dann die Ziege, dann eine Kuh und von da dann können sie sich einen Laden aufbauen. Also quasi, dass sie so selbst mit ja, sich selbst helfen können, sich selbst organisieren unter Frauen und sich selber in diesen Kleinspargruppen, die dann für ein Jahr oder für zwei Jahre gehen, können sie sich das dann selber ihren Lebensunterhalt damit finanzieren, was ich immer ein sehr großartiges ja,
Prinzip finde, weil die, das ist halt wirklich, wenn man da hingeht zu diesen Kleinspargruppen, die sind dann immer ganz stolz, die zeigen mir dann auch immer, das ist quasi ihre Sparbüchse und so fangen wir dann auch unsere Sitzungen an. Das wird dann ganz akribisch in so ein Protokollbuch alles reingeschrieben, wer wie viel bekommt, wer wem noch was schuldet und das ist wirklich immer sehr schön zu sehen. Kleinspargruppe, das geht auch an Sie, liebe Zuschauer. Vielen Dank, Sarah Easter. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist der Punkt, wo wir an diesem Abend zum ersten Mal Danke sagen können, auch an Sie. Die ersten 200.000 Euro sind schon zusammengekommen. Dankeschön, dass Sie sich hier beteiligen, dass Sie uns helfen, Mütter in Not zu unterstützen. Das ist das große Projekt, der Westen hilft. Dezember läuft die Aktion, also helfen Sie gerne weiter mit. Gehen Sie vorbei unbedingt. In Düsseldorf beim WDR 2 Weihnachtswunder, auch da können Sie mithelfen. Und wir haben es gemerkt, wir haben viele Projekte, viele Ideen, wo man mit kleinen und großen Spenden, worauf immer Sie Lust haben, sich beteiligen können. Danke, dass Sie mitmachen. 200.000, ich glaube, Heidi Klum hat gerade panisch nochmal 50.000 gespendet, als Anki ihr eine Ansage gemacht hat. Ja. Das ist verdammt richtig so. Doch, doch, das ist gut. Vielen Dank, danke Ihnen fürs Spenden, fürs Zuschauen und weil Sie das so gut gemacht haben, kommen wir nächste Woche wieder. Und wir haben auch Gäste dabei, da können Sie sich drauf freuen. Bis denn. Tschüss. Tschüss.